Ja, wir tanzen. Passend zur Musik. Herzlich willkommen zu diesem Live-So-Long hier auf dem Einfachnähen YouTube-Kanal. Ich bin Anna von Einfachnähen und sitze auch dieses Mal wieder nicht alleine, sondern habe eine charmante Begleitung hier, die liebe Nina von Unidesign. Und bevor ich die Nina ein bisschen mehr vorstelle, beziehungsweise das kannst du am besten gleich selber tun, dann verrate ich auch nicht irgendwie was, beziehungsweise du erzählst nur die Wahrheit und nichts anderes. Einmal ein bisschen zu den Spielregeln dieses Live-So-Longs für den Fall, dass du das allererste Mal heute mit zuschaust. Du hattest die Möglichkeit, eine Woche lang bis etwa heute 10 Uhr dir das Schnittmuster für die Bluse Nummer 6 auf meinem Mitgliederbereich kostenlos runterzuladen. Das ist nämlich das Schnittmuster, was wir heute nähen, und die Nina hat gerade richtig gezeigt, das ist das, was ihr hier schon sehen könnt. Genäht wird die Variante mit den langen Ärmeln. Und wie gesagt, du hattest die Möglichkeit, dir das Schnittmuster kostenlos herunterzuladen, damit du jetzt live und in Farbe zu Hause mit uns mitnähen kannst. Wenn du das verpasst haben solltest, dann ist das für dieses Mal dann jetzt leider zu spät. Das macht aber nichts. Wenn du das beim nächsten Mal nämlich mitmachen möchtest, kannst du am besten direkt auf meine Seite einfach-nähen.com gehen und dich dort als kostenloses Mitglied registrieren. Und dann hast du zumindest fürs nächste Mal beim Live-So-Long die Möglichkeit, dir das Schnittmuster runterzuladen. Am besten noch für den Mitglieder-Newsletter anmelden, damit du nämlich dann auch Bescheid bekommst, wenn das Schnittmuster dann online ist. Wenn du jetzt live mitnähst, kannst du jederzeit auf Pause drücken, nach hinten springen, auch wenn das jetzt noch live ist, ist überhaupt kein Problem. Wir drücken dir natürlich die Daumen, dass nichts passiert, du nicht auftrennen musst, dich keiner stört oder so, sondern du mit uns mitnähen kannst. Du hast jederzeit die Möglichkeit, unten in den Chat reinzuschreiben, wenn du irgendwelche Fragen hast. Vielleicht kannst du zwischenzeitlich auch mal den Stand der Dinge reinschreiben, wie weit du denn bist. Letztes Mal war es so, dass schon einige geschrieben haben, fertig! Dabei war wir noch gar nicht Streber. So weit. Streber, genau. Und wenn du das in der Wiederholung hier jetzt schauen solltest, dann ist es natürlich sowieso so, dass du vor zurückspringen kannst, wie immer du lustig bist. Das sind die Spielregeln für diesen Live-So-Long und ich hoffe, nein, ich bin mir ziemlich sicher, wir werden heute wieder sehr viel Spaß haben. Wie gesagt, das ist Nina von Unidesign und vielleicht magst du dich einmal vorstellen. Ich bin Nina von Unidesign, falls ihr das noch nicht wusstet. Was soll ich erzählen? Also, wir nähen Bluse Nummer 6, die haben wir vorgestellt. Das ist eine recht einfache Bluse, die man ganz super gut nähen kann, in mehreren Versionen. Und sie ist, und das verrate ich nur euch, mein absolutes Lieblingsschnittmuster. Ich habe hier ein paar mitgebracht, damit Anna sich die alle angucken kann, mit dem Fuschteil, den ich mal eingebaut habe und auch ohne. Aber sie ist einfach grandios, finde ich. Ja. Ich mache sie zusammen mit meiner Schnittmusterdirektrice Ingrid. Ingrid ist vom alten Schlag und zeichnet das alles per Hand auf. Und ja, ich nähe sie rauf und runter. Ich weiß nicht, wie viele da hinten hinter der Kamera liegen. Bestimmt 10 Stück insgesamt. Und ja, sonst kann ich nicht so viel erzählen. Sonst habe ich heimlich ein Stoffgeschäft noch nebenbei, das online... Heimlich? Sie dealt mit Stoffen. Ja, genau. Stoffdealer des Vertrauens. Richtig. Von der Polizistin zur Stoffdealerin. Also, ja. Genau, damit haben wir auch schon eine Frage beantwortet, die in der Regel sehr häufig von euch da draußen nämlich dann gestellt wird. Was hast du vor der Nähkarriere so alles angestellt? Also Nina war Polizistin und hat danach auch erst angefangen mit Nähen. Du bist noch gar nicht so lange dabei, ne? 3,5 Jahre, fast 4. Man sagt ja immer so ganz lange einen Zeitraum, 3,5 Jahre. Mhm. Und irgendwann sind dann diese 3,5 Jahre auch mal vorbei, circa ein halbes Jahr später. Ja, es sind, glaube ich, im Frühjahr sind es jetzt 4 Jahre. Und vorher war ich 17 Jahre bei der Polizei, der örtliche Dorfscheriff. Also, ja. Ich bin sehr froh, dass ich da nicht mehr bin, ja. Dass ich jetzt schön nähen kann. Und die Nina hat nicht nur ein heimliches Stoffgeschäft zu Hause irgendwo im Keller, sondern auch ein richtiges Ladenlokal in der Nähe von Hamburg in Hollenstedt. Richtig? Ja. Heißt Hollenstedt, ne? Wer kennt es nicht? Dreh- und Angelpunkt. Und was dein Laden oder überhaupt auch dein Online-Geschäft ausmacht, finde ich, du hast eine völlig andere Stoffauswahl, als man sie in ganz vielen anderen Online-Shops findet. Ich finde alleine das, was du jetzt heute anhast, der Stoff ist sensationell. Es ist eine Seide. Ja. Ich habe gestern gesagt, ich hätte ja so Schiss, das Ding anzuschneiden, aber wenn man es anfühlt, beim Anfühlen lässt es sich schon gut verarbeiten. Also es ist gar nicht so flutschig, wie man sich Seide häufig vorstellt. Und ich finde einfach, weil es ist gekreppte Seide. Es ist keine glatte Seide. Es nennt sich Crêpe de Chine. Hört sich nicht nur ganz vornehm an und dadurch, dass es eine stumpfe Oberfläche hat, schiebt es sich nicht so aufeinander weg. Und das ist ganz gut. Und das war auch der Grund, weswegen ich dieses Stoffgeschäft eigentlich aufgemacht habe, ist, dass ich keine richtigen Modestoffe gut gefunden habe. Also es gab viel Jersey, das gibt es schon ganz lange und ganz viel, aber mir fehlte Stoff, woraus ich ernstzunehmende richtige Mode machen kann.
Das ist auch heute, finde ich, immer noch recht schwer, auch für mich im Einkauf irgendwas zu finden, was sich von allen anderen ein bisschen hervortut. Und das ist so ein bisschen das, was ich eigentlich mir auf die Fahne geschrieben habe. Ich möchte alles anders machen als alle anderen. Was nicht gleichzeitig heißt, dass ich das, was die anderen machen, schlecht finde. Ich möchte es nur anders machen, weil das andere gibt es ja schon. Das ist ja schon bedient so. Und ja, das ist so der Grund dahinter, weswegen es zu Uni Design eigentlich überhaupt gekommen ist am Ende. Also. Ja. Und dann machst du natürlich auch Schnittmuster, also nicht nur Stoffe. Und dazu müssen wir jetzt ein bisschen was ausholen. Vielleicht fange ich einfach mal an. Die Schnittmuster von Nina gibt es eigentlich gar nicht für euch als Download, sondern es gibt sie nur als Papierschnittmuster. Genau. So, das ist der Grund, warum alle die sich jetzt den Schnitt bei mir runtergeladen haben, vielleicht ein bisschen Probleme gehabt haben mit dem Ausdrucken und Maßtabelle und so weiter und so fort. Weil das eigentlich gar nicht dafür gedacht ist. Das ist der Grundschnitt sozusagen gewesen, aus dem man dann eine A0-Datei zusammensetzt, um sie dann plotten zu lassen, damit das einen großen Schnittbogen gibt, den man dann eben als fertig geklebten, nein, nicht nur geklebten, sondern ausgedruckten Papierschnitt kaufen kann. Das ist für manche etwas ungewohnt gewesen, dass da keine Seitenstreifen gewesen sind, aber es ist, finde ich, selbsterklärend, dass Buchstabe an Buchstabe gehört und die Reihen untereinander die entsprechenden Zahlen dann sind. Da konnte man sich eigentlich ganz gut orientieren, aber zugegeben, es ist etwas anders als normal. Und zu der Maßtabelle, kannst du was sagen? Ja, zu der also neben der Tatsache, dass ich ein Geheimnis verrate, ich bin kein Fan von großen Maßtabellen, weil am Ende, finde ich, messen viele Leute falsch, inklusive mir selber. Und ich habe immer, wenn ich nach Maßtabelle genäht habe, mir eigentlich habe ich mir dann eine falsche Größe genäht. Wenn ich nach Gefühl nähe, dann funktioniert es viel besser. Und wenn ich wichtige Sachen will, dann messe ich sie mir auf dem Schnittbogen ab, wie eine Länge von dem Vorderteil, damit ich weiß, wie lang ist es am Ende tatsächlich. Weil auch der Stoff ist ganz unterschiedlich. Also die Bluse und diese Bluse sind in der gleichen Größe genäht. Das eine ist Baumwolle und steht ganz anders. Genau, als ich wollte gerade sagen, setz mal direkt nebenan. Man sieht, dass die hier viel bluderiger ist als die Seide. Kam direkt eine Frage dazu. Den Stoff gibt es noch, ne? Den du jetzt hast? Gibt es ab nächster Woche wieder. Der war sofort ausverkauft tatsächlich, aber auf meiner Homepage, die ist ganz neu, aber in meinem Shop, kann man sich dafür eintragen, dass man benachrichtigt wird, wenn der Stoff wieder verfügbar ist. Es ist ein Liberty London Stoff, also auch von einer Marke, die es schon sehr lange gibt. Ich habe mich lange nicht getraut, sie einzukaufen, weil sie, wie gesagt, nicht ganz kostengünstig ist. Aber sie ist großartig und der Stoff ist irgendwo zwischen dem ehemaligen EU-Land England, Great Britain und Good Old Holland steht. Und für den Fall, dass euch die Stoffe gefallen, bei Nina gibt es nämlich auch heute einen Rabatt im Shop. Leider ja nicht auf den Stoff, weil er jetzt gerade nicht da ist, aber auf alles andere, was gerade da ist. Und mit dem Rabattcode LSA für Life So Along 10, also LSA10, habt ihr die Möglichkeit, mit 10% Rabatt bis heute Abend zu shoppen. Aber wir wollten nochmal zurückkommen auf die Maßtabelle. Genau, und Maßtabelle habe ich jetzt mittlerweile für alle Schnittmuster eingeführt. Wenn man meine Schnittmuster kauft, sind es ja Papierschnittmuster. Von daher gibt es auch keine Kontrollkästchen auf meinem Dings, weil normalerweise verkaufe ich sie ja fertig und da ist immer alles mit bei. Es gibt Fertigmaße, es gibt Körpermaßtabellen und alles, dass man es immer live vor sich liegen hat. Das steht zum großen Teil auch in der Anleitung, die man auf meiner Homepage sich runterladen kann. Aber wie gesagt, grundsätzlich war mein Prinzip, ich hätte es gerne nachhaltig in der Hand. Ich möchte es sehen können und ich möchte es immer nachlesen können. Deswegen befindet es sich auf gedrucktem Papier. Anders als bei anderen. Womit wir wieder beim Thema sind, dass irgendwie bei dir alles anders ist. Ja, genau. Aber nicht weniger schön. Also definitiv nicht. Aber falls es euch halt etwas verwirrt hat, dass es beim Ausdrucken nicht so aussieht, wie man das vielleicht bei anderen gewohnt ist, die hauptsächlich ihre Schnittmuster als digitale PDF-Dateien zum selber Ausdrucken verkaufen. Daher kam das. Aber es haben sich trotzdem ganz, ganz viele gemeldet und auch schon bei Instagram gepostet, dass sie zugeschnitten haben und live mit dabei sind. Deswegen schlage ich einfach vor, liebe Nina. Ich muss nähen? Du musst jetzt nähen, richtig. Die Stoffteile habt ihr hoffentlich alle auch schon ein bisschen versäubert, je nachdem, welches Material ihr natürlich verwendet. Das weiß ich nicht, aber das macht auf jeden Fall Sinn, das vorher zu machen, damit wir nämlich jetzt in Ruhe nähen können. Und daher gibt es heute auch nur Nähmaschine, keine Overlock-Maschine, sondern Nina näht alles mit der Nähmaschine. Wozu ich auch sagen muss, dass ich früher hört sich so lustig an, wenn man erst 4 Jahre näht, fand ich es total toll, alles mit der Overlock immer direkt zusammenzunähen. Mittlerweile habe ich gelernt, dass es
viel schöner, viel sauberer und ordentlicher wird, vor allen Dingen bei dünneren Stoffen, es vorher zu versäubern und es einfach vernünftig mit der Nähmaschine zusammenzunähen. Weil sich an Nahtzugaben zu halten, macht oft Sinn, passen die Schnittteile meistens viel besser zusammen, als wenn man es grob über den Daumen dann halt doch mit ein bisschen weniger Nahtzugabe zusammen näht. Und von daher, ich versäuber tatsächlich alles vorher und nähe es dann mit der Nähmaschine zusammen und finde, es macht auch voll Spaß, das dann tatsächlich vernünftig zusammenzunähen und ein vernünftiges Ergebnis zu haben. Man hat schöne Ecken, die man nachher schön rausdrücken kann, wo nicht so viel Overlocknaht dazwischen klemmt. Und das ist so meine Entwicklung. Es geht nicht immer nur ums Schnell-Schnell, sondern es geht nachher ja auch um ein vernünftiges Ergebnis. Genau. Und bevor du mit den Sachen anfängst, noch ein paar Fragen. Also das Top, was die liebe Nina anhat, ist aus Seide. Das Top, was ich anhabe, mit den halblangen Ärmeln, was gibt es so nicht. Ist nämlich ein Pattern-Hack, genau. Also ich verrate mal, man schneidet einfach den Ärmel auf die Länge, die man haben möchte. Und hier ist dann ein Bündchen unten dran genäht. Ja. Und die Variante mit den langen Ärmeln und Gummizug unten, das ist die Variante, die wir jetzt heute nähen. Und das ist aus einem Tencel. Genau. Bei mir ein stinknormale Baumwolle. Das ist ein Tencel und heute die Bluse ist ein Tencel Crepe. Ja. Tencel Crepe ist auch, also in diesem Fall ist ein leichter Polyesteranteil dabei, was extra dafür drin ist, dass, wenn ihr das hier so seht, diese ganzen Maserungen, die da drin sind, die sollen da so drin sein und damit auch diese leicht gekreppte Optik einfach so gekreppt bleibt, muss dieser leichte, ich glaube es sind 12% Polyester, da drin bleiben. Tencel an sich ist ja super nachhaltig. Ja, und es knittert auch einfach dann nicht so doll, was ja auch immer nicht verkehrt ist, dass wenn man eine Jacke drüber anhatte oder aus dem Auto aussteigt, dass man nicht so knüttelig aussieht. Genau. Und wir nähen es zwar mit langen Ärmeln, aber ihr hattet ja auch die Möglichkeit, es mit Armbelegen nur zu nähen. Und wenn wir dran denken, darum sind gedrückt, werden wir an der entsprechenden Stelle auch darauf eingehen, wie man das näht in der Variante, die Nina anhat, wo halt kein Ärmel mit eingesetzt ist. Ich hoffe, wir denken dran. Genau, am Ende ist es ganz einfach. Es ist am Kragen nachher sind Knipse, wo man sozusagen, weil ihr seht ja, hier fehlt ja so ein Stück, da muss man einfach nur das Vorderteil und das Rückenteil an die richtige Stelle nähen und man näht unterm Arm den Armbeleg ein. Aber ich habe alles schon vorbereitet. So, gut. Womit ich anfange oder ich finde ja, also... Entschuldigung, ich muss noch eine Frage beantworten. Es geht bis 44, das Schnittmuster, richtig? Das geht bis 44. Ja. Ich mache keine italienischen Größen, ich mache norddeutsche Größen. Das heißt also, eine 44 ist durchaus eine geräumige Größe. Und Jonas lacht sich gerade kaputt, unser Kamerakind. Eine geräumige Größe ist auch wirklich eine schöne Umschreibung. Ja. Dafür. Aber es stimmt schon. Teilweise ist es ein mega Unterschied zwischen 44 und 44. Ja, ist es auch tatsächlich. Und deswegen sage ich auch immer, also ich gefühlt sind es normale Größen, die halt keine bändeten Größen oder was auch immer sind. Also wenn man normalerweise eine 36 trägt, dann kann man da ganz hervorragend auch eine 36 nähen. Dann gib mir doch mal alle Schnittteile, die wir jetzt nicht brauchen. Dann brauchst du die nicht auf deinem Schoß horten, sondern wir fangen einfach die bösen Ärmel. Die bösen Ärmel. Wir fangen einfach mal mit dem an. Und das Vorderteil, das brauchen wir auch nicht, weil... Dann lege ich mir das auch hier einfach zur Seite. Auf dem Schnittmuster gibt es ja einen Knips am Rückenteil, der den Knips darstellt. Habe ich das Schnittmuster da? Ja, habe ich da. Der ist ziemlich weit unten. Man kann das aber auch einfach höher machen. Es steht ja nirgendwo geschrieben und es kommt auch nicht die Nähpolizei und überprüft, ob man am Ende tatsächlich auch den Knips an der richtigen Stelle gemacht hat. Es geht um den Schlitz hinten. Es Magst du dich um mal ganz Schlitz. Kurz das? Dann zeige ich das nämlich mal eben. Da. Also hier hinten, seht ihr, ist das mit Knöpfen geschlossen. Man kann zwei oder drei machen. Bei den Sachen von Nina sind immer nur zwei. Man muss uns drei Schlaufen genau, machen. Genau, und ansonsten ist hier hinten halt ein Schlitz und um den geht es, um die Markierung, wie weit der Schlitz nach genau. hinten runtergeht. Ihr könnt also theoretisch bis unten hin das offen lassen. Hier gibt es ja auch. Rückenfrei. Genau. Ein schöner Rücken kann auch entzücken. So ich mache meinen Knips bedeutend weiter oben, was den Vorteil hat, dass man weder einen BH-Träger noch sonst irgendwas sieht. Wir haben ihn etwas weiter unten gemacht, damit man kann den Schlitz im Nachgang immer besser ein bisschen weiter höher schließen, als dass man das nachher alles wieder auftrennt, weil man mit dem Kopf nicht durchkommt. Deswegen gibt es die Variante, ich mache meinen Knips mein Rückenausschnitt einfach etwas kleiner.
An diesem Teil muss man die Nahtzugabe von 2 cm einhalten, weil man nachher, das zeige ich euch gleich, um den Beleg hinten wegklappen zu können und nähen zu können, braucht man ja ein bisschen Stoff, den man da vernähen kann. Und das Erste, was ich also jetzt tue, ist das Rückenteil rechts auf rechts legen. Ich zeige euch mal, dass es auch wirklich 2 Teile sind. Genau. Ob das alles so stimmt, was Ihnen da hier genau. Und das könnt ihr einfach von, ich fange oben an zu nähen, damit ich den Knips nicht verpasse, nach unten 2 cm Nahtzugabe, danach eigentlich auseinanderbügeln und dann ist das Rückenteil schon so gut wie fertig. Wenn ihr den Schlitz nicht ganz so tief haben wollt, macht ihn nicht zu kurz. Der Kopf muss da noch irgendwie durchpassen, weil das ist dann hier oben tatsächlich schon relativ eng. Und wenn ihr da nicht entsprechend Platz lasst, dann wird es schwierig. Also, und gut verriegeln, wenn man losnäht, damit einem das nicht immer aufgeht. Wir haben diese Kamera jetzt noch gar nicht überprüft, fällt mir gerade ein. Ich hoffe, dass das Bild trotzdem das Richtige ist. Sonst müssten wir gleich nochmal an der Kamera rumfummeln. Doch, da kann man gut was sehen. Alles perfekt. So, in der Zwischenzeit, während die Nina hier ihre Naht näht, gehe ich mal rein in den Chat und guck mal, ihr schreibt ja immer so toll, wo ihr her seid. Ich habe Bangkok wieder mit dabei gesehen. Schön Bangkok? Groß. Ja, super, ne? Dann Schweden ist auch wieder mit dabei. Ganz, ganz viele aus Deutschland natürlich, ganz verteilt. Hier stürmisches Bonn. Hier stürmt es auch übrigens in Münster. Die liebe Nina hat heute Nacht kaum schlafen können, weil das hier ist nun mal unter dem Dach und hier hat es ganz schön gerappelt heute Nacht. Und das war definitiv nur der Wind. Dann Niederösterreich ist mit dabei, das Saarland ist dabei, Schleswig ist mit dabei. Es haben übrigens auch schon welche geschrieben, dass dein Laden total schön ist in Hollenstedt, dass es sich auf jeden Fall lohnt. Moin aus Husum, ist ja auch nicht ganz so weit weg. Obwohl Husum, das zieht sich nach Hamburg noch ein Stück, bis dann Husum kommt. Ne? Habe ich letztens auch mit Schrecken festgestellt, dass das doch tatsächlich noch ein bisschen weiter ist. So, dann ist der Bodensee da, Aachen ist mit dabei, dann haben wir Ostwestfalen, nämlich Herford, Berlin-Marzahn ist auch dabei, die Schweiz, Kassel, Niederbayern. Die also erste Naht hat geklappt, die Anna. Ja! Die Nina hatte so eine Angst vor der ersten Naht, ob das denn alles funktioniert. Ja, es hat funktioniert, es sehr schön. Könntest du mir das Bügelbrett reichen, liebe Anna? Wir bügeln heute ein kleines bisschen. Wie gesagt, wenn das dich jetzt überrascht oder sowas, du kannst auch gerne eben auf Pause drücken. Dein Bügeleisen steht da vorne. Es ist schon gucken, heiß. Ob es zu heiß vielleicht ist. Ich habe keine Bügelprobe gemacht. Nicht, dass jetzt gleich direkt mit alles. Speziellem Glanz. Ja. Bügeln mit Spezialglanz. Wir bügeln es ja von der rechten, von der linken Seite. Genau, aber so nicht, genau. Und hier macht, dann wird es halt schwierig. Ninas Heimat lässt grüßen von der Brigitte Zeitz. Ach, Tag Brigitte. So, dann Jordanien guckt zu. Die Gudrun ist in Jordanien gerade. Leipzig ist dabei. Schüttdorf ist mit dabei. Handewitt ist mit dabei. Oh, da werden alte Handballerinnerungen wach. Ach, du, dir sagt das was. Flensburg, Handewitt. Ist auch gar nicht so weit. Nee, ist auch gar nicht so weit. Zumindest näher an dir dran als bei mir. Vulkaneifel ist mit dabei. Vulkaneifel? Ja. Was nennt man die Vulkaneifel, Anna? Das ist die Eifel. Ja, und dann das hohe Fenn und so weiter ist Vulkaneifel. Also Richtung Holland, Belgien. Belgien wohl eher da die Ecke. Aber die Eifel ist ja vulkanischen Ursprungs. Alles klar. Ich komme ja aus der Ecke da unten auch und wir sind auch regelmäßig mit der Schule dann immer zu irgendwelchen Ausflügen, irgendwelche Tuffstein-Dingsbums-Sache. Und da irgendwo ist da auch so ein riesengroßes Teleskop, das haben wir mal besucht. Tatsächlich da, wo die Außerirdische sich anhören und so. Grüße aus Köln. Ja, so ist es. So, Anna, ich habe das gebügelt und es ist nicht verbrannt und es ist nicht zusammengeschmolzen. So. Hier sieht der genaue Betrachter jetzt, wie sich der Halsausschnitt gebildet hat, sozusagen. Aus dieser Naht ist dann dieser Schlitz entstanden. Von der Rückseite kann man jetzt hier das Ganze nämlich verriegeln. Das ist nämlich das Nächste, was man macht. Man näht sozusagen hier einfach diesen Beleg fest und hat damit von dieser Seite den schönen Ausschnitt hinten. Ich klaue dir mal direkt das Bügelbrett wieder. Ja, mach das mal. Ich steppe das mal ab. Ja, da spreche ich kurz von der Heimat und plötzlich fange ich schon wieder an mit diesem Singsang. Den von zu Hause. Gibt nicht, dass ich irgendwie Ratzfatz nicht hochdeutsche Fremdwörter könnte, aber irgendwie der Singsang, der ist dann plötzlich dann direkt drin. Das erinnert mich Marion so ein schreibt an den übrigens von den Kapverden. Ah, von, oh. Auch schön, auch bestimmt gerne. Deutlich besser und besser, als wir das jetzt hier gerade haben.
Laudenbach an der Bergstraße ist mit dabei. Es ist echt super spannend. Ich bin ja sowieso immer sehr begeistert von geografischen Dingen. Und es ist tatsächlich so, dass ich das ein oder andere Mal im Nachgang noch mal in meinen Atlas geguckt habe, den alten Dirke-Atlas aus der Schule, um zu gucken, wo denn die eine oder andere Stadt dann auch tatsächlich ist. Hattest du den auch? Den habe ich auch, den... Den großen Dirke-Weltatlas. Mhm. Ja, ich habe den sogar schon mit ohne DDR. Ich glaube, ich habe einen mit, einen ohne. Du nähst das jetzt von der linken ja, Seite. Ja, das wird genau. Als Hinweis nur, das sage ich immer ganz gerne, das ist ja eine Naht, die ihr nachher draußen seht. Sollte eure Maschine einen nicht ganz so schönen Unterfadenstich fabrizieren, sondern da ab und zu mal Schläufchen machen oder sonstiges, abgesehen davon, dass man die Maschine mal zwischendurch reinigen sollte, lohnt es sich tatsächlich, wenn deine Maschine da ein bisschen anfällig ist, das Ganze von der rechten Seite zu nähen, damit einfach die schönere Naht nachher außen zu sehen ist. Bei der Maschine ist es egal, die kann... Rechts wie links, rechts oben wie unten, so ist es in nämlich. Jedem Stadion zu Hause. So ist es. Und, das können die das hier auch sehen, Anna? Ja, die können das hier auch sehen. Unterhalb, also über die Naht drüber, fahre ich auch noch immer einmal mehr vor und zurück, damit auf gar keinen Fall, auch wenn man jetzt eventuell den Halsausschnitt etwas schmal gemacht hat, es denn dann da ausreißt. Tonja fragt, wie viel höher du den Schlitz gesetzt hast. Gute Frage. So Pi mal Daumen, 4 Warte, ich Zentimeter, gleich, 5, gleich sowas. Mal, genau. Ja. Sowas um den Dreh. Ich ziehe den ganzen Apparat mal raus hier. Ja, mach weil mal. Weil der da raus will. Sodele, das hätten wir abgesteppt hier. Und jetzt gucken wir mal. Ich mache das tatsächlich Pi mal Daumen. Aber das lässt sich ja ziemlich genau ermitteln, indem wir jetzt das Schnittmuster da wieder drauflegen. Sind das schon? Du hast erzählt, Handmaß, ich habe irgendwo ein Handmaß. Hier unten drunter hast du erzählt. Hast du mir wieder weggenommen. Ich habe dir alles wieder weggenommen, ja. Einen so ist Moment. Das. Wie gewonnen, so zerronnen. Da ist es. Danke. Also, mein Maß wäre das hier. Es sind tatsächlich, also Minimum 8 cm, 8,5 cm, die ich meinen Schlitz nach oben versetzt habe. Das ist eine ganze Menge. Das ist doch eine ganze Menge, das stimmt. Genau. Hoffen wir, dass mein genau. Kopf durchpasst. Es wird die Frage gestellt, die kann ich in der Zwischenzeit beantworten. Es gibt eine Nähtasse heute. Ja, ich habe mir mal wieder eine Nähtasse gemacht. Es ist meine geliebte pinke Nähtasse. Es liegt einfach daran, dass es jetzt zum zweiten Mal diese Tasse ist, weil ich noch keine neue Nähtasse habe. Ich habe in der Zwischenzeit immer mal wieder geguckt, aber irgendwie hat mich noch nicht so überzeugt, dass ich was bekommen habe oder gefunden habe, was ich kaufen wollte. Und deswegen gibt es heute mal die pinke Tasse. So, auf diese Seite muss ich. das ist die Nähtasse dieses Live-Solons. Und dann war noch eine Sache, die ich kurz... Kannst du mir kurz die Ärmel geben? Ich kann dir kurz die Ärmel geben. Warte, Vorderteil hast du mir zuerst gegeben. Gebe ich dir in der Zeit die Ärmel. Achso, genau. Liebe Anna, was steht da für ein Glas? Und was ist da drin? Und was ist da noch? Das Glas ist eine Flasche. Meint ihr dieses hier? Ich gehe mal davon aus, weil ein anderes Glas. Ich habe deswegen mich gerade eben mal ganz kurz umgeguckt, ob noch irgendwas anderes da ist. Sehr aufmerksam. Ja, das ist tatsächlich eine Flasche und die hat Nina mitgebracht, weil sie euch nämlich noch was zeigen möchte. Das ist jetzt keine Werbeveranstaltung oder sonstiges, sondern das ist einfach ein tolles Produkt, was du gerne benutzt. Und genau, was ich auch verkaufe aus absoluter Überzeugung. Denn Waschmittel und Waschen und sich tolle Stoffe kaufen und immer zu fragen, ob man es auch in den Trockner schmeißen kann, das dreht sich immer mein Magen um, wo ich mir denke, oh Gott, wir haben so tolle Stoffe und dann haben wir das mit Liebe zusammengenäht und dann kommt es zack in irgendeine überfüllte Waschmaschine und danach am besten noch in den Trockner. Das mache ich mit einigen Sachen auch, aber mit Tencel und all solchen Fasern, die tatsächlich ja ein bisschen hochwertiger sind, ein bisschen feiner sind, die brauchen auch ein ganz kleines bisschen mehr Liebe und auch was das, wenn man möchte, dass es lange hält. Und einem wird ja immer in der Werbung per Woll vorgegaukelt für Wolle und Feines. Also Wolle braucht Fett, Feines braucht überhaupt gar kein Fett. Und ich habe damit so gute Erfahrungen gemacht, es gibt keine Waschstreifen, die Farben bleiben einfach ganz lange erhalten und es ist für Seide. Also man kann es in der Waschmaschine benutzen. Für Wolle und Feines nicht, sondern dies ist eben nur für Feines. Es ist für Seide geeignet, die Farben bleiben erhalten und es riecht
ganz dezent, ganz wunderbar und toll. Ja. Es ist made in Germany, made in Bielefeld, also hier direkt in der Nähe. Und ja, die haben für alle möglichen Stoffarten unterschiedliche Waschmittel. Und es, die Stoffe bleiben, ich schwöre, einfach viel, viel toller. Und deswegen habe ich das der Anna mitgebracht, damit die ihre neue Bluse, die hat sich jetzt allerdings für eine Baumwollversion genau. entschieden. Die war ja schon belegt, die Bluse her, die gibt es ja auch nicht her. Nein, ich habe mich tatsächlich dann für diese... Die ist auch richtig gut geworden, sage ich euch. Das ist der Hammer. Von innen wie von außen. Ja, von innen wie von außen. Wir hatten gestern uns darüber unterhalten, dass man in manche Sachen einfach nicht reingucken darf. Das ist einfach so. Und das geht, glaube ich, ganz, ganz vielen so tatsächlich, ja. Nein, aber es schrieb eine, super Waschmittel, teuer, aber es lohnt sich. Und das sehe ich nämlich genauso. Vor allem, wenn ihr halt Stoffe bei Nina kauft, die sowieso schon nicht so günstig sind, umso mehr ärgert man sich doch, wenn aus diesem Ding jetzt hier, aus diesem Seidenstoff plötzlich nur noch ein Puppenteil übrig bleibt oder irgendwelche Löcher drin sind oder Streifen. Oder es auch so ein Pilling gibt, genau, die Farbe nicht mehr schön und ist. Und sich so komisch anfühlt oder sowas, dann kann man doch tatsächlich mal investieren. Und ganz ehrlich, also mit diesem... 50 Wäschen sollen da rausgehen, also man braucht nur ein bisschen. Sehr konzentriert, ja. Und bis dann das eine Teil damit wirklich die ganze Zeit gewaschen ist. Also das sollte man natürlich jetzt nicht täglich für sämtliche Wäsche dann benutzen. Dafür steht es dann in keinem Verhältnis, aber so absolute spezielle Teilchen. Besondere Lieblingsteilchen, genau. Die kann man auch ein bisschen sammeln und dann können die zusammen eine Runde drehen in der Waschmaschine. Also wir müssen Ärmel nähen. Wir müssen Ärmel nähen. Entschuldigung, genau. Wer jetzt keine Ärmel hat, macht was? Der macht also, wer keine Ärmel, du bist so aufmerksam, Anna. Anna, gib mir mal kurz das Vorderteil dann. Ja, kommt hier. Wer also die Top-Version näht, muss jetzt das Vorder- und das Rückenteil an den Seiten zusammennähen. Also die Seitennähte schließen, dann ist es oben noch offen, das soll so. Es also nicht den Armausschnitt zusammennähen, nein. Nur die... Warte, ich muss mal die Ärmel vorher wegmachen, sonst fallen die nämlich gleich runter. Legst du auch vielleicht quer. Genau. So. Zack. Ihr müsst also die Seitennähte schließen. Hier. Von oben bis zur Achselnaht. Genau. Ist das Fachdeutsch? Achselnaht? So. Bis zum Achselpunkt. Bis zum Achselpunkt. Bis da, wo es um die Ecke geht. Da ist es dann sonst so weit. Und dann braucht ihr die Belege. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Die näht ihr dann einfach rechts auf rechts. Nein, das ist ganz falsch. Doch, ihr näht die rechts auf rechts. Es ist ja doof, wenn es jetzt nicht zusammengenäht ist, ne? Rechts auf rechts einfach ein. Näht sie fest. Im Rund einfach fest. Zack. Eine Zack, Seite hoch, genau. Andere Seite hoch. Klappt es auf die Innenseite und näht euch dann die Nahtzugabe noch einmal fest, dass der Beleg immer schön innen liegen bleibt. Es ist wirklich doof zu erklären. Ob wir wohl eine Bluse nähen von denen nehmen, die da hinten schon liegen, ob wir die gereicht bekommen, anhand dessen wir das am besten... Ich kann nicht mehr vorstellen, dass da gleich die, was nach vorne fliegt. Ja, die ist perfekt. Dankeschön. Da kamen sie geflogen. So, ich nehme das genau, mal weg. Genau, du nimmst das da mal weg, sonst wird es ein zu großer Haufen. Und zwar, sonst müsste ich halt meine Bluse ausziehen, das würde auch komisch aussehen. Ach, dann würden vielleicht die Zahlen noch mehr steigen. Das glaube ich nicht, früher vielleicht. Also, wenn ihr das jetzt hier seht, halte ich das hier richtig hin? Genau. Ist der Beleg dann innen drin? Und wenn ich meine, dass man das an der Nahtzugabe festnäht, dann klappt man das hier einfach ein und näht sozusagen hier drauf das Ganze noch einmal fest, damit der Beleg schön innen bleibt und nicht immer rausklappt und man außen aber keine Naht hat. Genau, eine sogenannte Untersteppnaht, falls ihr es nochmal googeln wollt. Das wäre der Fachbegriff, da kann man sich das dann und man kann anschauen. Den Beleg auch hier im Schatten der Naht einmal festnähen, dann ist auch das nochmal einmal gesichert, dass der Beleg drin ist. Es wird trotzdem so sein, wenn man keine außenliegende Naht hat, dass wenn man die Bluse anzieht, man die Flügelchen, so nenne ich sie dann immer, eben einmal reinstecken muss. Sie bleiben aber beim Tragen dann ganz akkurat da drin und kommen nicht wieder rausgekrochen. Also, das wäre die Version mit ohne Ärmel. Darf ich das hier so sagen oder glauben die Leute dann, dass ich das ernst meine? Mit ohne Ärmel finde ich völlig in Ordnung. Also, so, jetzt sind wir aber für die mit Ärmel. Mit Ärmel. Bei mit Ärmel ist ein ganz großer Knackpunkt. Habe ich mehr als einmal ausprobiert, ändert sich nicht. Wenn man einen Stoff hat, so wie dieser, der nicht wirklich gut zu sehen eine rechte und eine linke Seite hat, man kann sich hervorragend zwei rechte oder zwei linke Ärmel nähen. Das ist total doof. Das heißt, da muss man jetzt tatsächlich so ein bisschen drauf achten, dass man zwei Ärmel hat, die eben gegengleich sind sozusagen. Nämlich, das erkennt man hier hinten an der Höhe.
bei Baraglan ist ja ein Teil immer etwas höher. Der, der zum Rücken geht, der ist immer etwas höher als der, der zur Front geht, sodass man darauf achtet, dass man einen rechten und einen linken Ärmel daraus kriegt. Um sich das gut zu merken, Fukuhila, vorne kurz, hinten lang, wie bei der Frisur. Also hinten ist es immer höher geschnitten als vorne. Ist ja auch sinnig, weil hinten der Stoff höher sein muss. Genau. So, Julia schreibt aus Helsinki. Gruß nach Helsinki. Die Lieben. Und Berlin-Heiligensee ist auch mit dabei. Sehr schön. Genau, du nimmst jetzt wieder den ganz normalen Gradstich. Ja. Und diesmal mit einer Nahtzugabe von? 1 Zentimeter. Alles sonst 1 Zentimeter. Wäre hier, wenn du es mir verzeihst, Nähfüßchen breit, das sind dann nämlich 0,8. Wenn das dein mein Maß Perfektion ist sonst. Das muss schon ordentlich. Ja, dann mach 1 Zentimeter. Dann musst du dir im Zweifelsfalle da was hinkleben. Aber du hast ja die Markierung dann auch. Genau. Nein, das läuft. Ich will immer da drücken für mein Vor- und Zurück. Da ist aber nichts mit Vor- und Zurück. Kam auch gerade eben schon die Frage auf, warum ich nicht mit meiner schönen neuen Janome hier nähe, beziehungsweise du. Die durfte ich nicht haben. Ich durfte sie nicht haben, weil sie ist tatsächlich für die Stelle zu groß und mit dem Kniehebel funktioniert das noch nicht so ganz, wie das soll. Und deswegen... ihr habt auch so eine tolle Maschine, im Zweifelsfalle dann auch leider nicht zu Hause. Deswegen nehmen wir die ganz normale Pfaffmaschine. Dann braucht auch keiner oder kann sich keiner darauf berufen, dass man das nicht nähen kann, weil man nicht so eine Maschine hat. Schwarzer Faden auf schwarzem Hintergrund lässt sich ganz hervorragend sehen, wie ihr seht. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Was ich persönlich, also Abnäher müssen ein bisschen persönlich, also die Abnäher in den Armen ein bisschen angepasst werden, je nach Schulterbreite. Mhm. Da muss man das einfach mal ausprobieren, ob das über die Schulter hinweg geht. Ich habe sehr breite Schultern. Ich muss meine Schulternähte immer etwas, meine Abnäher immer etwas verlängern. Sonst hört das nämlich genau hier auf und dann hat man hier immer so ein Bubbel an der Schulter. Und wichtig ist es, nicht spitz aus so einem Abnäher rauszunähen, sondern ein bisschen im Verlauf. Sonst gibt es nämlich auch ein Bubbel. Genau, also mit Gefühl. Mit Gefühl da wieder raus, genau. Grundsätzlich müsste man auch das natürlich jetzt ganz hervorragend ausbügeln, damit es nachher sitzt. Das mache ich dann aber später, damit man, wie gesagt, hier die weich verlaufende Linie hat, die dann da so rauskommt. Und ich verknote das am Ende immer. Ich weiß nicht, ob das fachgerecht ist, aber ich vernähe das nicht, damit auch da nicht so viel dran rumgenäht wird, sondern ich nehme jetzt tatsächlich diese beiden Fäden und mache da einen Knoten rein und schneide nachdem, dann den Rest ab. Entschuldigung. Fertig? Ja. Ich wollte nur sagen, wenn ihr, je nachdem welchen Stoff ihr habt, könnt ihr dann im Anschluss noch einmal mit der Overlock-Maschine auch drüber gehen. Wenn ihr es nicht auseinander bügeln wollt, sondern nur in eine Richtung. Bei dem hier würde ich sagen, ist es gar kein Problem, da franzt nichts. Aber ihr wisst, es gibt manchmal halt einfach Stoffe, da franzt alles irgendwie. Und dann könnte man da im Anschluss entweder mit der Overlock oder mit einem Zickzackstich nochmal drüber gehen. Genau. Würde ich aber, glaube ich, tatsächlich hier normalerweise auch tun. Vorsicht ist besser als Nachsicht, ne? Ja. Ulrike fragt, sie hat den Anfang vergessen und welche Stoffe denn für diese Bluse geeignet ist, beziehungsweise genau, aus welchen Stoffen man das nähen kann. Wir haben das so generell noch gar nicht beantwortet. Nee, aber eigentlich aus allem. Also tatsächlich aus Tencel, aus Viskose, aus Baumwolle. Also ein bisschen Fall soll es haben, sonst steht es so ein bisschen, weil es ja hier vorne gekräuselt ist, so ganz doll ab. Aber grundsätzlich geht wirklich alles, was man gerne vernähen möchte. Auch leichter Jeansstoff geht. Ich habe auch eine liebe Freundin, die hatte schon aus Jersey genäht, also auch das geht. Sweat würde ich jetzt vielleicht nicht machen, Fleece vielleicht auch nicht. Genau, Leder auch nicht. Ach so, und doch, so ein Kunstleder, das könnte ich mir auch so gut vorstellen, so ein sehr dünnes Waschleder oder sowas. Das geht, würde wahrscheinlich sogar auch ziemlich cool aussehen ohne Ärmel. Mit Ärmeln muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man da nicht direkt unter Strom steht, finde ich. Aber also dickes Leder jetzt vielleicht nicht, das stimmt. Aber alles, was halt leicht ist, fließend ist, was sich für Blusen generell eignet. Genau. Und auch ein Bombentipp ist, die Abnäher auf beiden Schulterseiten immer gleich lang zu machen. Sieht auch komisch aus, wenn eins länger und eins kürzer ist. Und da ich da keine Fachfrau bin, lege ich sie mir dann aufeinander und gucke tatsächlich, ob sie denn dann gleich lang sind. Sind sie. Auch Glück das hat geklappt. Das. Die Suse bittet darum, dass wir die Maßtabelle einmal zeigen. Sie braucht 48. Da wirst du nicht mit drin sein in der 48. Wir können sie zwar gerne mal zeigen, weil, wie Nina so schön sagte, das sind keine italienischen Maße, sondern norddeutsche. Und die 48, 44 geht...
Ach so, das ist der Kleber, den ich hier wegmachen darf, ne? Ja, bitte. Genau. Also, wir haben hier einmal die Fertigmaßtabelle und wir haben hier die Körpermaßtabelle. Ich weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt. Ah, jetzt können wir wieder ein bisschen nach oben schieben. So. Besonders gut ist, dass da der Hüftumfang draufsteht. Das finde ich ist besonders wichtig bei einer Bluse. Das stimmt. Silvia schreibt übrigens auch noch bezüglich Verwechslung von rechtem und linkem Ärmel. Sie macht sich beim Zuschnitt mit Kreide immer auf die linke Stoffseite eine Markierung. Ja. Zum Beispiel ein L für rechts. Genau. So wie wir das P auf dem Salz haben. Pals. Pals. Ja, ach so, durfte ich das schon wegnehmen? Entschuldigung. Ja. Oh Gott. Einfach mal weggerissen. Ja. Also. So, und wenn die Ärmel fertig sind, dann müssen die Ärmel auch noch an die Bluse ran. Ganz normal, wie bei jedem Raglan, Pullover, wie auch immer, müssen da jetzt die Ärmel einfach angenäht werden. May I have the Vorderteil, please? Habe ich das Vorderteil? Das ist das Vorderteil. Was haben wir hier? Ach, das Rückenteil brauchen wir auch, genau. Also, da das Vorderteil noch nicht bearbeitet wurde, darf es jetzt mal eben ran. Wie Anna so schön gesagt hat, kurze Seite kommt an das Vorderteil. Vorne kurz, hinten lang. Stecke ich mir fest, nachdem ich diverse Ärmel immer mal abgetrennt habe, bin ich ein großer Freund davon, da zumindest mal 2, 3 Klammern zu setzen. In der Zeit kann ich noch die Frage von Silvia beantworten, die das gerade sagte mit dem Aufzeichnen. Gibt es den Schnitt in mehr Größen oder nur Einzelschnitte? Das ist sowieso ein Mehrgrößenschnitt. Eigentlich, wie gesagt, gibt es den auch nur als Papierschnitt. Nur für heute gibt es den dann auch mal zum Ausdrucken für euch, damit ihr mitnähen könnt. Aber eigentlich ist es ein großer Bogen, einer, ne? Ja, das ist einer und das ist auch so extra gelegt. Man muss nichts abzeichnen, man könnte es direkt aus dem Papier ausschneiden. Also nicht die Burda-Version, dass man sich noch raussuchen muss und womöglich ein Vorderteil aus 2 Schnittteilen zusammenkleben muss, sondern es sind zum Teil, es sind sogar 2 Schnittbögen drin. Also weil so groß, weil es ist ja sowohl in der Ärmelversion als auch nicht in der ärmellosen Version da drin, sodass man dann die Belege braucht und es ist in Farbe und man kann es sich direkt ausschneiden, wenn man das möchte. Und Brigitte schreibt, dass sie auch mehr als 44 braucht und sie hat es sich vergrößert. Das ist das, was ich ja auch schon ein paar Mal erzählt habe. Wenn ihr ja entsprechend die Ecken verlängert, ich habe da mal ein Video zu gemacht, wie man einen Mehrgrößenschnitt relativ gut auch vergrößern kann, dann könnt ihr 1 bis 2 Größen größer oder umgekehrt geht es genauso auch kleiner auch daraus machen. Irgendwann ist das nur mal zu Ende. Gerade wenn es dann in sehr große Größen geht, dann funktioniert das mit dieser Methode dann auch nicht so einfach. Aber ich sag mal, wenn du 1, 2 Größen rausgeflutscht bist nach oben, dann kannst du mit der Methode, indem du dir die Punkte, diese Achsenpunkte suchst, dann auch das Schnittmuster auf diesem Papierschnittbogen entsprechend dann auch vergrößern. Also das geht auch. Einfach mal googeln hier auf meinem YouTube-Kanal unter Schnittmuster vergrößern heißt das Video, glaube ich. Da habe ich das dann mal erklärt, wie das geht. Wie gesagt, geht auch in die andere Richtung zum Verkleinern, falls ihr eine ganz schmale Person seid und sonst dann auch in diesem Ding untergeht oder sowas, dann geht das umgekehrt genauso. Und wie gesagt, also jemand, der sonst eine 46 trägt, der passt auch hier in die 44, weil es ist ja kein hautenges Ballkleid, sondern es ist ja schon ein bisschen Volumen an der Seite. Und wir haben es ein bisschen beschränkt in der Größe, weil wir beschlossen haben, dass wenn man eventuell ganz viel Oberweite hat, dass es dann nicht mehr so schön ist, wenn diese ganzen Falten das dann auch noch mehr betonen. Wenn man natürlich so wenig Oberweite hat wie ich, sind diese Falten sehr hilfreich. Es geht auch mit etwas mehr Oberweite, finde ich, dann sieht es halt auch, also es kommt auch immer ein bisschen auf den Stoff drauf an und was man möchte. Ne? Genau. Es kam gerade der Hinweis von der Maler, dass der Gutschein in Ninas Shop gerade nicht funktioniert. Da können wir uns natürlich jetzt gerade nicht drum kümmern. Schwer. Also nochmal zur Wiederholung. Ihr habt die Möglichkeit bis heute Abend mit LSA. Aber groß geschrieben. Großes genau. L, großes S, großes A. 10. Genau. Hintereinander weg mit 10% Rabatt in Ihrem Online-Shop einzukaufen. Falls das tatsächlich gerade nicht funktionieren sollte, wir kümmern uns direkt im Anschluss an diesen Stream dann darum, dass natürlich der Gutschein auch an eingelöst werden kann. Nina, ist das dein Liberty of London, den du da trägst? Ja. Ist richtig gewesen, ja, ne? Ja. Kommt wieder, kommen auch andere Farben und andere Seidenstoffe von denen. Die haben leider noch viel mehr schöne Sachen. Fürchterliche Geschichte. Der ist echt, echt toll. Ich bin tatsächlich gerade ein bisschen neidisch. Ich bin ja normalerweise nicht so ein Typ für wild, bunt, durcheinander gemustert oder sowas, aber der ist wirklich grandios. Ja.
Echt toll. Und ich, von der Haptik her, also ein schöner Seidenkrepp, da habe ich wirklich tatsächlich auch keine Angst, den zuzuschneiden und zu vernähen. Das ist auch tatsächlich auch da, Seide ist ja gerne mal so, ich bin ja auch Team Rollschneider, was bei Seide oft nicht gut funktioniert, weil diese Faser sich so in Matten etc. einarbeitet, war bei dem alles nicht. Also der war wirklich, der war ganz lieb zu mir. Die Carla hat eine sehr schöne Idee. Sie fragt nämlich, ob man das nicht einfach verlängern kann zum Kleid. Kann man, habe ich auch schon gemacht. Und ich ziehe mal das hier raus. Das ist nämlich eigentlich das Shirt von der Nina. Und weiß nicht, ob man das sehen kann. Das ist bei mir auch schon recht lang. Ja. Und wenn man das jetzt einfach geradeaus noch runter verlängert, dann hat man... Die liebe Brüller Dani hat es schon verlängert. Die hat es auch irgendwo in ihrem Insta-Feed. Ich habe auch tatsächlich mal ein Kleidschnittmuster rausgemacht. Dann kam aber die Fibermut und hat ein Kleid, das fast genauso aussieht, rausgebracht. Und dann habe ich dieses Schnittmuster nie gradieren und plotten lassen. Weil, ja, es ist ganz einfach. Man kann es ganz einfach nur verlängern. Wenn man möchte, dass es unten ein bisschen weiter wird, dann baut man eine leichte A-Linie ein. Man kann es mit Gürtel tragen, man kann es ohne Gürtel tragen. Ich habe mir dann Manschetten angenäht, habe also den Ärmel nach unten hin ein bisschen weiter gemacht und unten waren dann Manschetten dran. Sieht richtig schick aus. Ich glaube, ich habe es auch schon einmal gepostet. Auch in meinem Insta-Feed gibt es einmal die Version Nummer 6 als Kleid. Und Maria schreibt, mit dem LSA 10 funktioniert es jetzt. Entweder war es gerade eben kurz falsch eingeblendet oder sie hat sich vertippt. Aber der Gutschein funktioniert und ich sag mal, shopfrei. Ja. So, genau. Hast du gerade was von Blau-Braun-Version erzählt? Ich habe da gerade. Blau-Braun. Achso, es gibt eine. Ich habe noch eine andere Version bestellt. Die ist aber nicht blau. Die ist in so Rostfarben, glaube ich. Ich kann mich schon wieder nicht mehr dran erinnern. Oh Gott, ich schmeiß kurz alle Nadeln runter. Nächste. Tritt sich fest. Nee, aber das ist bei den Klammern blöd. Die zerbröseln so, wenn man drauf tritt. Aber ich habe da noch so ein paar, da kannst du die nehmen. Also, ja. Lieferst du die Stoffe auch nach Schweden? Ja, ich liefere nach Schweden. Europaweit, in die Schweiz, überall hin quasi. Und ab 140 Euro ist es sogar auch in die Schweiz, in die Schweiz auch, aber auch nach Schweden, versandkostenfrei. Und sonst kostet es, glaube ich, 99. Aber nicht darauf festnageln, wenn da jetzt was anderes steht, aber ich glaube, es sind 99. Du hast ja jetzt einen neuen Online-Shop auch, seit jetzt knapp 2 Wochen ungefähr, ne? Genau, richtig. Ich finde auch, dass es jetzt echt schön überschaubar ist. Und was mir bei deinem Shop auch so sehr gut gefällt, ist, wie du deine Stoffe dort präsentierst, wie du die ablichtest und wie du die arrangierst. Manchmal ist es ja einfach nur, da ist der Ballen, das ist ein bisschen abgewickelt und irgendwie drauf. Aber dadurch, dass du das dann nochmal schön arrangierst, lädt es erst recht zum Kaufen ein, was echt gefährlich ist bei dir. Oh, geht nicht auf den Shop, tut es nicht, ihr werdet euch alle unglücklich machen. Was ich auch noch vorhabe und was ich noch rausfinden will, ob das eigentlich geht, ist, ob man Videos einstellen kann, dass man in irgendeiner Form tatsächlich den Fall auch sehen kann. Ich versuche jetzt immer, den Stoff aus der Nähmaschine zu kriegen, das so zu fotografieren, dass man den Fall so ein bisschen sieht, dass man einfach sieht, wie steht der ein bisschen, fällt der ein bisschen. Ja. Mhm. Und deswegen hängt er immer von so einem Körbchen oder irgendwas runter. Da war der Mülleimer. Dann kommt von Avadura die Frage, ist Tencel nachhaltiger als Baumwolle? Ja, Tencel ist auch eine Lyocell-Faser. Also einige nennen es Lyocell, andere nennen es Tencel. Wobei es auch ein bisschen auf die Zertifizierung da ankommt. Das wird nur gewonnen aus Lyocell-Fasern aus nachhaltigem Anbau und auch dann mit Very Low Waste hergestellt. Also sowohl von der Färbung her als auch von der Webung her, solche Sachen. Also es soll auch ganz wenig Müll dabei anfallen. Und ich muss sagen, so ein Tencel-Crepe oder sowas lässt sich auch wunderschön verarbeiten. Den reinen glatten Tencel, den finde ich wirklich manchmal eine Diva. Dann sitzt man da so und es flutscht einem irgendwie so weg. Und je nachdem, welche Maschine man auch hat, kann es halt passieren, dass das Stichbild dann nicht mehr ganz so schön ist oder sowas. Also gerade, sage ich jetzt mal, bei den sehr günstigen Discounter-Maschinen, da stößt man sehr schnell an seine Grenzen. Und wenn du hast, immer einen Obertransportfuß mit benutzen. Das ist auf jeden Fall hilfreich. Hilfreich. Und da auch da gibt es zum Beispiel
Beispiel der, den wir hier hinten hängen haben, das ist ein Twill. Das heißt, der hat so eine leicht schräge Struktur. Mhm. Und das gibt ihm auch wieder so ein leicht mattes Finish, was dazu führt, dass auch der nicht so dievenhaft ist und sich einigermaßen gut verarbeiten lässt. Liebe Anna, darf ich nochmal das Surfbrett haben, bitte? Natürlich. Da bist du in deinem Element. Yes, ma'am. Bitteschön. Danke. Ich bügel mal kurz eine Runde. So, die Frage kam noch, welche Flieseline nimmst du für die Belege bei Tencel? Wer hat denn diese gute Frage gefragt? Das ist Maike, die mit Michael schreibt. Und zwar habe ich auch ganz normale Flieseline schon benutzt. Ich benutze aber seit neuestem, ist eine neue Errungenschaft, die ich aber noch nicht im Shop habe, weil ich es jetzt erst ausprobiert habe, ich habe das Original mitgebracht, kurz ein bisschen Schleichwerbung, eine Textileinlage fein, die bügelt man auch auf, ganz normal, wie ganz normale Flieseline auch, aber, willst du mal anfassen? Die Oberfläche ist total toll und sie löst sich einfach auch nicht so schnell wieder. Also ich finde ja manchmal, vielleicht mache ich es auch falsch, ich weiß es nicht, bügele ich meine Flieseline auf und manchmal schafft sie es nicht direkt bis zur Nähmaschine, bevor sie sich wieder gelöst hat. Und deswegen bin ich jetzt ein großer Fan von dieser dünnen Textileinlage. Ich habe das hier auch aufgebügelt. Könnt ihr ja schon mal sehen. Ich nehme das mal wieder runter. Wird das auch so ein bisschen. Das ist der Kragen sozusagen und das ist die Innenseite. Ich finde, es sieht auch einfach noch, also nicht, dass jemand die Innenseite von dem Kragen jemals wieder sieht, aber es erfreut mich trotzdem, dass es so schön aussieht. Zu wissen, dass es da ist, ist doch schon mal schön. Es ist super und ja, ich finde den Fall super. Es ist Textil auf Textil und ja. Das benutze ich neuerdings. Wird es aber auch bald geben. Ist das die 609? Nee, das ist nämlich keine Flieseline, das ist von Prim. Genau. Das nennt sich Textileinlage. Fein. Das gibt es in... Ich kann es nochmal da so hinlegen. Aber ich meine, war das nicht diese 609-Geschichte, die Julia letztes Mal im Livestream hatte? Ich habe doch mich mit Julia auch mal über Einlagen und sowas unterhalten. Ich meine, also das kommt dem schon sehr nah. Es ist halt eine sehr feine, die ist nicht elastisch. Die ist in diesem Fall nicht elastisch, genau. Das sollte ja auch nicht so sein. Ja. Und ich habe das ganz dunkel irgendwo im Hirn, dass ich mich mit jemandem über die 609 schon unterhalten hatte, genau. Also. Gut, also das ist die Textileinlage. Steht gar kein Preis dran. Nee, habe ich ja auch bisher nur für mich bestellt und selbst benutzt, um rauszufinden, ob ich die verkaufen möchte, ob ich dazu stehe oder nicht. Ich werde sie verkaufen, ich stehe dazu. Ich finde sie super. Ja, und Annette Wenzel schreibt, sie kann die Einlage auch sehr gut empfehlen, die du da jetzt benutzt. Ich randaliere kurz Annette. Ein bisschen. Super, Annette, dann weiß ich ja jetzt auch Bescheid, dass ich nicht allein auf weiter Flur stehe. Wobei, wenn Herr Prüm das herstellt, dann wird er das wahrscheinlich auch in irgendeiner Form schon mal getestet haben vorher, ne? Ja, die sind ja schon ein bisschen länger am Markt, ne? Ja. So. Ich bügel ja gerne, ne? Ohne Bügeln läuft ja bei mir gar nichts, weil nur so sehe ich am Ende auch, ob es eigentlich schön geworden ist, gefühlt. Außerdem kommt man später ja an diverse Nähte gar nicht mehr so gut ran, wie zum Beispiel jetzt hier an die ganzen Arm- und Achselnähte. Du solltest das ein bisschen mittiger vielleicht machen, weil wenn du jetzt gleich darunter drückst, fliegt dir alles... Und ich halte es einfach mal fest. So. Danke. Du weißt, ich mag Betreuung. Und das sagt sie mir jetzt. Gestern ist sie angekommen, heute verrät sie mir, dass sie Betreuung wünscht. Betreutes Nähen. Betreutes Nähen, genau. Ja, danke, dass ihr mich daran erinnert. Also ich habe mit Julia über die H609 gesprochen. Ha. So, und das ist die kommt dem sehr ähnlich, ja, genau. Also. Die Jenny schreibt übrigens gerade aus Yaoundé in Kamerun. Oh. Ja, also wir sind hier wirklich sehr weit um den Globus vertreten. Was mich sehr freut, denn ich kann auch etwas Neues verkünden für alle, die eben nicht im europäischen Inland wohnen. Ich habe das ja letztes Mal schon erzählt und im Newsletter ist es schon gewesen und gestern ist auch ein neuer Newsletter rausgegangen. Der Einfachnähen-Premium-Bereich muss umziehen, inklusive der kompletten Seite, was mir gerade ehrlich gesagt nicht so sehr viel Spaß macht. Einigen von euch auch nicht so, aber es ist leider einfach nicht anders möglich, um das dem Ganzen irgendwie noch Herr zu werden. Ich bin im Moment sehr damit beschäftigt, mich mit administrativen Dingen auseinanderzusetzen, wie Rechnungen schreiben, Konten zu überprüfen, Konten zu sperren, Konten wieder freizugeben, zu gucken, welche Zahlungen eingegangen sind. Herzlichen Gruß an alle Damen da draußen. Es ist nicht ganz so einfach, wenn man mit einer E-Mail-Adresse sich angemeldet hat, die Plätzchen 23 heißt, mit dem Namen, ich sag jetzt mal Ruth Müller, aber man gerade geheiratet hat und der Mann bezahlt und der heißt dann Ralf Möller. Heißt vielleicht nicht Ralf Möller, aber irgendwie anders.
Das dauert sehr lange, um dann herauszufinden, wer mit wem und welcher Account zu welchem Geld und na, so weiter. Hoffentlich, wenn die frisch geheiratet haben, noch mit ihrem Mann, ne? Ja, so. Manchmal zahlt es aber auch vielleicht die Mutter oder die Schwester, weil kein PayPal-Konto da ist oder sowas. Und das nimmt unfassbar viel Zeit in Anspruch. Ihr macht euch wirklich kein Bild. Ich habe kaum noch Zeit, mich um irgendetwas anderes zu kümmern. Meine Familie meckert auch schon. Und dann musste einfach ein Riegel vorgeschoben werden. Ich bin etwas überrascht von dem Erfolg. Ich freue mich natürlich tierisch. Aber ich habe mir nicht ausmalen können vorher, dass das wirklich so Ausmaße annimmt, die mich so komplett blockiert. Deswegen zieht die Seite um. Aber das Positive, ihr könnt jetzt auch in Kamerun buchen, wenn ihr wollt. Ihr könnt auf den Philippinen buchen. Ihr könnt in den USA Premium-Mitglied werden, ganz egal. Ihr könnt in der Schweiz Mitglied werden und so weiter. Mit dem neuen Shop-System, was dann hoffentlich nächste, spätestens übernächste Woche umzieht, habt ihr die Möglichkeit, weltweit Premium-Mitglied zu sein. Und ich habe Gott sei Dank mit der ganzen Abrechnung, mit den ganzen Steuersachen und so weiter nichts am Hut, sondern das läuft dann alles vollautomatisch und das ist das Schöne für uns beide. Wir haben beide wieder Spaß an der ganzen Aktion. Also ich habe immer noch Spaß, aber im Moment liegt halt sehr viel in diesem Administrativen und da hat, glaube ich, keiner so richtig Lust drauf. Anna, meintest du nicht, dass es, ja, ich kenne das auch, meintest du nicht, es muss auch was schief gehen? Doll auf was schief gehen, okay, was ist... Nee, doll nicht, aber ein bisschen. Okay. Okay. Warte mal, du kannst mal Surfbrett, dann kann ich ein Geständnis raushauen. Okay. Wer Kacke zuschneidet, weil er den Arm unprofessionell verlängert, kann solche Ergebnisse erzielen. Es passt einfach nicht. Also muss ich wohl meinen Ärmel wieder ein Stück einkürzen. Das machen wir dann gleich, beim Umklappen wird das begradigt und... Stumpf begradigt, genau. Ja. Ich nehme mir mal diese wunderbare Schere schon mal und begradige es schon mal. Die hat eine Mikroverzahnung, was auch den großen Vorteil hat, dass das jetzt bei diesen feinen Stoffen dann auch nicht wegflutscht. Die ist gut, ne? Die ist echt gut. Jo. Stecke ich gleich ein. Liebe Claudia, ihr schreibt euch von wegen. Ihr schreibt euch hier gerade irgendwas mit euren Handynummern und so weiter. Die werden nicht veröffentlicht, weil das ist eine öffentliche Veranstaltung und nicht, dass du nachher irgendwie tausende von Nachrichten bekommst oder sowas. Vielleicht habt ihr die Möglichkeit, euch irgendwie anders auszutauschen oder sowas. Ich überlege gerade, vielleicht seid ihr beide bei Facebook oder sowas, da gibt es ja die Einfach-Nähen-Premium-Gruppe, da könntet ihr euch vielleicht connecten oder sowas, aber die Handynummer gebe ich jetzt hier in den Chat nicht entsprechend frei, das müsst ihr hoffentlich irgendwie anders klären. Ich schließe übrigens gerade die Unterarmnaht und die Seitennaht der Bluse, um quasi das Kettenhemd so langsam fertig zu kriegen. Und dann kommt der böse Kragen. Genau. Während du nähst, liebe Dagmar, eine Nachfrage von dir, ob du auch als einfaches Premium dem Link folgen musst. Nee, du kriegst dann auch gar keinen Link zugeschickt. Also diesen Umzugslink bekommen tatsächlich nur die Premium-Kunden, die bislang den Premium-Bereich bei mir bezahlt haben und den Zugang bekommen haben. Die müssen leider nun mal alle aus technischen Gründen mit umziehen. Da kann ich auch nicht irgendwie Übergangszeiten groß haben. Ab 1.3. wird dann das übernommen werden. Aber wenn du nur ein normales Mitglied bist und registriert bist, sollte das nicht passieren. Ich kann nicht garantieren, dass ab dem 1. März alles reibungslos funktioniert. Technik ist wirklich manchmal ein interessanter Mensch oder auch nicht. Ich bemühe mich aber wirklich, dass alle sorgenfrei und problemlos mit umziehen können. Und wenn das ein oder andere Rädchen hakt, bitte verzeiht es mir. Ich gebe wirklich hier mein Bestes. Sämtliche Premium-Kunden müssen nämlich zum Beispiel händisch umgezogen werden. Aus 3 verschiedenen Programmen muss man sich die Daten zusammenziehen, damit ihr eine E-Mail bekommt. Das ist also nicht ohne. Dauert entsprechend lang und es haben auch aus diesem Grund noch nicht alle ihre Umzugsmail bekommen mit dem Umzugslink. Auch ein kleiner Hinweis für alle, die eine E-Mail bekommen mit Hilfe, ich brauche deine Hilfe, da sollte unten drunter dann eure ursprüngliche Bestell-E-Mail bei mir sein. Wenn die da nicht drunter ist, dann noch vielleicht nochmal nachfragen, ob es nicht eine Phishing-Mail ist oder sowas. Man weiß nie, wer trittbrettfahrermäßig sich auf irgendetwas draufsetzt und eure Daten klauen möchte. Aber wenn ihr eure ursprüngliche Mail mit in der Anlage habt, im Anhang habt, dann ist das auch von mir. So. Seitennähte schließen, Ärmel anpassen, wenn man den blöd zugeschnitten hat. Genau. Das Ganze auf der anderen Seite auch. Ich kann das ja schon mal so hinlegen, dann kann man zwischendurch schon mal erkennen, dass es eine Bluse wird von hinten. So sieht es jetzt aus. Eine Seite ist zusammengenäht, eine Seite ist noch sexy open. Die nähe ich jetzt mal zusammen. Vermutlich wird sich da das gleiche Ärmelproblem auftun wie auf der anderen Seite.
zuschneiden sollte man immer ordentlich. Und nicht mit Stress und so. Ja, und nicht so Pi mal Auge kurz verlängern. Ja. Ja, genau. Und dann passieren solch überraschenden Sachen. Die andere Seite passt perfekt. Warum ist das so? Warum gibt es diese Mysterien beim Nähen? Anna. Also, die passieren einfach, wenn sich der Stoff ein bisschen verlegt hat. Ich weiß nicht, ob du im Bruch zugeschnitten hattest, dass sie übereinander liegen. Da kann es sein, dass die Elastizität einfach anders war. Aber ich empfehle grundsätzlich immer erst die Achsel, dann Anfang und Ende zu stecken. Ja. Wenn du das nämlich dann so einen leichten Versatz hast, dann würde ich das trotzdem bündig machen und über diese Länge verteilen. Also ich hätte es tatsächlich vielleicht auch nicht abgeschnitten. Ich habe jetzt nicht zugeguckt. Das ging gar nicht, habe ich schon probiert. Okay, ich habe es im stillen Kämmerchen hier in der Ecke versucht. Es war nicht im Ansatz. Okay, aber sonst erst die Achsel, weil da sollen ja die Nähte aufeinandertreffen. Ja. Wenn ihr Knipse habt, dann die Knipse und dann Anfang und Ende auf jeden Fall auch noch übereinander bringen. Denn wenn ihr einen kleinen Versatz habt, kriegt ihr den auf jeden Fall. Verteilt. Das wird ja eine ganz lange Naht. Wenn ihr oben anfangt, zum Beispiel am Ärmel zu stecken, dann könnte es passieren, dass an der Achsel schon ein leichter Versatz ist und unten passt es gar nicht mehr. Deswegen, wenn ihr wollt, dass Stoffe an der und der Stelle genau übereinander sind, dann steckt euch das da übereinander und der restliche Stoff wird dann entsprechend verteilt. Ja. Da sage ich mal ja. Da sage ich mal ja. So, was ist das für eine Schere? Kam da gerade eben die Frage auf. Das, genau, die kann ich mal beide nehmen. Das sind Robuso-Scheren. Eine Scherenmanufaktur aus Solingen. Und wer mir auf Instagram gefolgt ist, der weiß, dass hier im stillen Kämmerlein nebenher auch noch eine Scherenaktion läuft. Und wenn alles gut läuft, wird der nächste Live-So-Along im März kein Live-So-Along, sondern wir machen eine Scherensprechstunde tatsächlich. Live-Scissor-Along, ja? Genau, Live-Scissor-Along. Wo es nur um Scheren geht. Ich kann euch noch kein Datum geben und möchte mich auch da noch nicht hundertprozentig festlegen, aber das ist auf jeden Fall in der Planung. Und das hier sind wirklich ganz, ganz hochwertige, großartige Schneiderscheren mit Mikroverzahnung, sodass auch so flutschige Stoffe nicht wegflutschen beim Zuschneiden. Und die ist auch gar nicht mal so schwer. Möchtest du Probestoff haben zum dran rumschneiden? Ich hätte hier noch was, wenn du da noch mal eine Vorführung machen möchtest. Könnte ich mal machen. Also die schneidet sowieso so gut, dass man da gar nicht sieht, wie sie schneiden würde, wenn sie nicht schneidet. Ich kann das mal gerne tun. Die Zeit, wo du deine Naht da noch schließt. Achselnaht, genau. Also diese hat hier, wie gesagt, eine Mikroverzahnung mit dabei. Und dadurch verrutscht der Stoff nicht beim Zuschneiden. Das ist ähnlich wie bei den Friseurscheren auch. Durch diese kleinen Zähnchen wird der Stoff an Ort und Stelle gehalten. Und wenn ich jetzt hier wirklich einmal lang lege, dann schneidet die bis zum Ende gerade durch. Ohne Mikroverzahnung kann es bei diesen Sachen mal passieren. Ich nehme mal die, vielleicht ist das so als Vorführeffekt dann auch mit dabei, dass es am Ende, nee, leider nicht, aber es kann halt mal passieren, dass das Ende wegflutscht und dann hat man immer so komische Haken am Ende. Und das passiert durch diese Mikroverzahnung nicht. Aber mehr möchte ich zu den Scheren eigentlich auch gar nicht sagen. Das machen Kommt nämlich noch, die Jungs und Mädels von Robuso dann nämlich selber. Aber die sind echt mega, mega, mega gut, bezahlbar und halten ein Leben lang. Wenn man damit nicht zwischendurch die Stecknadel mal versucht durchzuschneiden. Selbst dann kannst du die zu Robuso schicken und die können die, wenn du selber nicht irgendwie dran rumfummelst oder sowas, zum großen Teil immer noch retten. Alles klar, sehr cool. Wichtig ist nur, dass sie zu einem Fachhändler tatsächlich gebracht werden und man die nicht einfach zu einem Scherenschleifer gibt, weil die halt der an der Tür klingelt, so ein Scherenschleifer. Ja. Scherenzerstörer. Ja. Also das ist halt auch ein Werkzeug und wenn man es pfleglich behandelt, hat man lange Spaß dran. So, Wort zum Wie Sonntag. Bei allen Sachen. Pfleglich behandeln ist das A und O bei solchen Sachen. Ne? Also, jetzt glaubt man, man ist fast fertig, denkste Puppe. Jetzt hat man zwar die Bluse fertig, jetzt kommt aber, jetzt kommen die kleinen miesen Haken, die gar keinen Spaß machen zu nähen. Man kann sich da auch ein bisschen behelfen, wenn man sagt, man möchte es nicht aus Stoff machen, weil man muss sie ja schon ein bisschen fein und filigran nähen. Mülleimer ist immer noch hier. Man kann es aber natürlich auch aus dem Stoff selber machen. Ich mache das mit Trick 17. Ich schneide mir nicht drei Stück zu, damit meine Nähmaschine den Stoff nicht frisst, sondern ich mache eine lange Schnur, die ich mir bügel wie Schrägband, nämlich, das ist ein 2 cm breiter Streifen, einmal einklappen, andere Seite einklappen, in die Hälfte legen. Und dann hat man nur
so ein schmales Stück, auf dem man nähen kann. Das machen manche Nähmaschinen nicht so gerne. Die rutschen dann rechts und links davon runter. Und der Anfang wird meistens auch nicht so schön. Deswegen mache ich mir eine lange Schnur und schneide sie nachher in die Größenstückchen, die ich gerne hätte. Die am schönsten geworden sind. Und da ich die Hosen voll hatte, dass das hier nicht vernünftig näht, habe ich mir zwischendurch ausgedacht, zum Notfall könnte ich hiervon die Gummilitze nehmen, die hier vorne dran hängt. Sowas kann man natürlich auch nehmen. Es ist ein bisschen darauf zu achten, je nachdem, was für einen Knopf man nachher auf der Gegenseite annäht, dass der Knopf auch dafür geschaffen ist, dass dieses Stückchen Schlaufe, was man ja macht, auch dahinter passt. Also, und ja. Also nicht die ganz kleinen Knöpfe benutzen, wenn das etwas breiter ist. Ihr könnt die natürlich auch selber knoten. Ich überlege gerade, wer das gewesen ist. Ich glaube, Lisa von der Lilly Herzilein. Jonas, hatte sie nicht irgendwie was aus Bändern zusammengeknotet? Und wenn man sich da solche Schlaufen macht, dann muss man, es gibt ja Schlaufen, die, Schlaufen, es gibt ja Knöpfe, die sozusagen ein bisschen von automatisch hochstehen. Puh. Die halt, wie heißen denn so eine Knöpfe, Anna? Knopf? Knopf? So eine Knopfknöpfe? Die halt nicht so angenäht werden. Und wenn man einen ganz normalen Zweiloch- oder Vierlochknopf nimmt, ihn halt nicht so doll an den Kragen zu prügeln, dass man dahinter nichts mehr stecken kann, sondern ihm ein bisschen Luft zu lassen, dass eben nachher diese Schlaufe, die man dann annäht, auch hinter den Knopf passt in irgendeiner Form. Genau. Also, ja. Ich habe das Ganze schon mal vorbereitet und vorgenäht. Deswegen hätten wir jetzt nochmal Zeit, ein paar Fragen zu beantworten, in der Zeit, wo der ein oder andere vielleicht sich seine Schlaufen da gerade noch zusammennäht. Und wenn man nur zwei näht, ist das auch noch viel einfacher und die Bluse hält trotzdem zu Händen. Zwei. Zwei, nicht drei. Hast du eigentlich eine Bluse mit rein? Ja, eine hat Ingrid mal genäht, glaube ich. Ich glaube, da sind drei dran. Und sonst sind auch nur zwei. Also sonst sind es immer nur zwei. Ja. Spart auch das Geld für einen dritten Knopf. Also es ist auf ganzer Linie eine Win-Win-Situation. Der Stoff hier franzt nämlich doch, deswegen hängen hier die Fransen raus. Ich mache mal kurz den Friseurmeister hier. Nur die Spitzen schneiden, bitte. Nur, aber bitte so, dass es nachher ganz anders aussieht. Also. Die Dinger heißen Schlaufenknopf bzw. Knopf mit Steg. Ja, danke schön. Weiß aber ich, welche ich davon? Merken. Welche sind denn die mit Steg? Die Löcher links und rechts oder die Knopf mit Stiel? Wobei die sind eigentlich gleich, oder? Nee, also das wäre ja für mich jetzt ein Steg zwischen den beiden Löchern. Da hast du recht, ja. Und das war Schlaufenknopf? Hast du Schlaufenknopf gesagt? Weil da ist ein, ich lach mich kaputt, Smiley dahinter. Puh. Knopf, Knopf. Knopf, Knopf. Knopf, Knopf geht auch. Knopf mit Stiel und Knopf, Knopf. Ihr lacht jetzt ja alle wegen unserer Bezeichnung, ne? Aber was ich bei Scheren alles schon gelernt habe, welche unterschiedlichen Bezeichnungen ist bei einer Schere. Schnippschnappschere. Schnippschnappschere. Unfassbar. Aber dazu kommen wir ein anderes Mal. Gut, also. Genau. So. Ich werde nachher den nehmen. Hast du schon entschieden? Habe ich schon entschieden. Gut. Dann lieber da nochmal rein, genau. Ab ins Tütchen mit euch. Ganz zum Schluss. So. Knopf, Knopf. Haben wir doch gerade gelernt. Genau. Ja. Ein Knopf, Knopf. Zack. So. Das war jetzt so Pi mal Daumen die Länge? Das war mal Pi mal Daumen, weil ich schneide nachher noch ein bisschen was ab. Erstmal sind kann die jetzt Bluse aber in die gemessen Becke. Tatsächlich knapp 11 cm. Ja, aber so viel Platz braucht man auf keinen Fall. Aber was ja jetzt kommt, jetzt muss man ja den Kragen nähen. Darf ich schon weitermachen? Ich glaube schon, ja. Ja. Es kam nur die Frage noch, ob man auch Campsnaps nehmen kann. Kann man auch. Der Kragen ist nicht ganz eng anliegend, also man wird nicht gewürgt, wenn man hinten Campsnaps ran macht. Habe ich auch schon irgendwo gemacht. Hast du Campsnaps dran? Nee. Nee, du hast einen Knopfknopf. Also, man nimmt diese zwei Kragenteile, hat ja einen mit Flieseline, man sagt irgendwie immer Flieseline, ne? Egal, also mit Bügelflies belegt, Textileinlage belegt, legt es rechts auf rechts. Und jetzt, habe ich auch mehr als einmal getestet, muss die Schlaufe dazwischen nach innen. Wenn sie jetzt rausguckt vorm Zusammennähen, dann ist sie nachher innenliegend, dann ist es falsch. Also, ich lege es mir zu einer Schlaufe, ich lege es da rein, klammere es einmal fest, lege den zweiten in eine Schlaufe. Ich mache übrigens viel Pi mal Auge, ohne dass ich da großartig mich an irgendwas halte, was ich angeblich so machen muss. Das muss ja auch am Ende funktionieren irgendwie. Oh, jetzt ist es glatt aufgegangen hier. Ja, ich glaube,
So, und jetzt klappe ich mir das auf und gucke erstens, ob die Schlaufen beide in die gleiche Richtung liegen und ob sie mir jetzt eigentlich zu groß erscheinen. Und ich stecke die Klammer auch so weit rein, wie die Nahtzugabe nachher ist, weil auch das habe ich schon gemacht. Dann habe ich mir das angeguckt und habe es nur vorne festgesteckt, um festzustellen, wenn man nachher aber mit 1 cm Nahtzugabe rübernäht, ist die Schlaufe nachher viel kleiner. Und diese Schlaufen sind jetzt viel zu groß. Also werden die jetzt einfach ein Stück weiter reingezogen und erneut festgesteckt, weil ja auch jedes Mal der Knopf individuell ist. Also auch da herrschen ja einfach Unterschiede, wie groß man die Schlaufe tatsächlich auch braucht am Ende. So, immer noch zu groß und immer noch nicht gleich groß. Campsnaps sind eine super Lösung. Oder Druckknöpfe. Druckknöpfe. Also für so feine Sachen würde ich dann tatsächlich eher diese Jersey-Druckknöpfe nehmen, diese metallenen. Die gibt es ja auch in 150.000 verschiedenen Farben mittlerweile denn. Statt die Campsnaps, weil je nachdem, wie fein das Material ist, kann man mit den Campsnaps da echt böse Löcher reinmachen, wenn die da nicht so richtig halten. Aber guck mal, jetzt wird das doch hier so langsam. Und ich finde es viel einfacher, wenn hier hinten jetzt so viel rüberhängt und das schneide ich nachher mit so ganz einer Scissor einfach ab. Und ja, dann ist es weg. Genau. Also, so, die sind jetzt dazwischen gelegt. Und jetzt stecke ich mir den Rest fest, weil... Dann, ich nähe erst die Schlaufen fest, damit die auch wirklich fest sind, bevor ich den restlichen Kragen festnähe, damit ich nicht nachher feststelle, ich habe irgendwie bei den Schlaufen Mist gemacht. Ich gehe mal wieder ein bisschen wieder mehr in die Mitte. In der Lamit. Ja, wir haben übrigens eine Premiere heute bei dir. Unser Chat ist das erste Mal von einem Roboter besucht worden. Von einem Roboter? Von einem Roboter, ja. Ist schon alles wieder gelöscht und so weiter, alles schön und tutti und fein. Ja. Aber ihr habt euch gewundert, warum das alles vollgespammt wird. Den Roboter habe ich jetzt gerade mal hier ausgeblendet. Also keine Roboter mehr mit hier dabei. So, Entschuldigung, jetzt nochmal zurück. Also du hast jetzt die kurze Seite oben. Die kurze Seite muss man natürlich nicht unten, die nähe ich unten an der Bluse fest. Habe ich auch schon ein paar Mal falsch gemacht. Also ist jetzt nicht so. So, also man näht jetzt hier oben rum einmal mit 1 cm Nahtzugabe das Ganze fest. Wie gesagt, ich fixiere mir zuerst die Schlaufen. Was ich habe, das habe ich. Was ich habe, das habe ich. Fängt es ja auch noch an zu regnen. Ich hatte Sonne bestellt. Ja, ist auch da hinten zusätzlich noch. Immerhin hast du jetzt heute Licht. Das war gestern Abend, als du hergekommen bist, ja ganz anders. Da war es ziemlich dunkel. Ja. Da hast du Steinchen Wilma schreibt, ich muss diese Bluse nähen. Ja. Ist echt schön, ne? Genau. Ich finde die nämlich auch schön. Und es ist übrigens, es kam noch eine Frage hier nach den Steinen, die ich hier oben an meinem Kragen habe. Das ist eine Schmucknadel. Die habe ich von der lieben Doro von Nähgedöns. Mittlerweile habe ich sie ja schon hier ein paar Mal mit eingeführt und so weiter. Das sind einfach tolle Schmucknadeln. Und als ich heute Morgen das Shirt angezogen habe, ist mir diese zufällig wirklich in die Hand gefallen, weil sie jetzt gerade an der einen Stelle lag. Und ich fand, die passte ganz gut dazu. Ich hatte sie zuerst hier. Da sah es ein bisschen nach gewollt, nicht gekonnt irgendwie aus. Aber hier oben kann man auch einfach mal als Deko-Element mit reinnehmen. So, und wenn man die Schlaufen jetzt so versaubeutelt hat wie ich, dann hat man nicht den ganzen Kragen festgenäht, dann muss man jetzt nur noch, ich finde die ja hässlich, die ist besser. Ich würde jetzt versuchen, die dann der anderen anzupassen. Anna? Das ist ja deins. Art of Trainer ist da oben mit pink, grau oder blau. Blau ist besser. Blau? Blau, genau. Blau, da ist blau. Das ist blau. Das ist blau, genau. Hätte ja jetzt gesagt, das ist lila. Ich dachte schon, ich bin hier völlig doof. Zack. Aber das jetzt trennst du nur den Teil von der Schlaufe nur, auf, und ne? Die andere Schlaufe bleibt, wo sie ist. Ich fange nicht nochmal an, zwei Schlaufen wieder gut zu machen. Danach ist nämlich die andere doof. Ach, die Doro von Nähgedöns ist übrigens auch mit dabei. Schöne Sache, ne? Was aus so einer Schmucknadel alles werden kann. Du. Weil ich habe am Anfang gesagt, oh, so, ich bin ja nicht so ein Broschenschmuck und sonst was Typ. Und für das Schnittmuster im Januar war das aber eine schöne Sache. Da gab es ja die Maelis von Kibadu bei mir im Premium-Bereich. Und da konnte man mit der Schmucknadel das nämlich auch ein bisschen schließen, wenn einem das zu weit aufgegangen ist. Das ist auch für Cardigans und solche Sachen richtig, wahrscheinlich und für ganz Schal cool. Oder genau. Irgendwie sowas. Und ich habe mich mal wieder selbst überrascht, dass es doch eigentlich eine wirklich schöne Sache ist. Man sollte niemals nie sagen, so ist es. Ne? Also, guck mal hier, muss man das eigentlich ganz abtrennen? Ja, ne? Ubala! Macht Sinn, ja? Musst du mal gucken, genau. So. Wer von euch näht denn da draußen gerade mit und
ist auch ungefähr so weit schon vielleicht, wie Nina jetzt hier gerade ist. Sag doch einfach mal, vielleicht ob ich das mit der Klammer drin lassen kann, ohne es anzunähen. Die Klammer einfach im Kragen, es sieht jetzt so gut aus. Kannst du es mit einer Stecknadel probieren? Ich nähe es nochmal fest, todesmutig. Also, es fragt jemand, ob dir nicht kalt ist, weil du da in so einem, nee, ist es nicht. Wir haben hier einiges an Licht und es sind genügend Gerätschaften hier auch noch mit im Raum, die auch noch ein bisschen für Temperatur sorgen und wir sind schon ganz fortschrittlich. Wir haben sogar eine Heizung. Und mir ist eh immer warm. Ich bin niemand, dem kalt ist. Mir wird abends kalt auf der Couch und ich habe fast immer kurzärmelige Sachen an. So. Und? Viel besser. Ja, das war doch direkt das beim ersten Mal schon so. Das wollte ich nicht, ich wollte lügen. Ich werde in Verlegenheit gebracht. Nein, es ist wirklich viel besser, warte. So, da sind die beiden Schlaufen. Jetzt muss man sich natürlich noch vorstellen, dass es gleich da auch noch festgenäht ist. Die Ecken sind noch nicht fertig, aber die Schlaufen sind dran. Guck mal, die ersten hängen schon, sind schon mit dabei. Manche hängen ein kleines bisschen hinten dran, aber jetzt noch nicht weltbewegend. Ich kann die Schlaufen noch mal abtrennen, wenn ihr wollt. Der Anke ist noch bei der Seitennaht. Und genau, Annette ist beim Kragen, Martina ist schon am Kräuseln, Bettina hängt ein kleines bisschen hinterher, Nadja näht mit und sagt, sie muss sich ein bisschen beeilen. Also kein Stress, ne? Also wenn ihr irgendwie hinten dran hängt, dann könnt ihr, wie gesagt, jederzeit auf Pause drücken oder sowas. Wenn ihr irgendwie einen Beruhigungskaffee, Schnaps, Tee, sonst was braucht, dann ist das auch immer Durex-Lex. Die junge Frau hier neben mir stand heute Morgen schon mit einem kleinen Piccolo-Döschen neben mir. Mhm. War aber kein Alkohol. War aber gar kein Piccolo. Aber es sah wirklich sehr interessant aus, dass sie plötzlich dann da das Döschen da aufmacht. Ja. Ich denke so, Respekt, ich hole gleich doch nochmal wieder den Schnaps von gestern Abend draußen. Nein, natürlich nicht. Aber nein, gibt's nicht. Wasser kann ich dir anbieten. Wenn dann habe ich genau, habe ich in meinem geheimen Fach, damit ihr meine Unordnung nicht seht. Also, ich habe jetzt einfach die restlichen Schnibbel abgeschnitten. So, und jetzt nähe ich das todesmutig zusammen an, drehe es vorher nochmal auseinander, damit es kein sogenannter Drehkragen wird. Ja, auch schön. Mhm. Genau, also zack, zack, zack. An den kurzen Seiten und an der kurzen Rundung wird es zusammengenäht. Nahtzugabe 1 Zentimeter. Gradstich wie immer. Also es ist schön, dass so viele schreiben, dass sie mitnähen. Manche gucken natürlich auch nur zu, ist völlig in Ordnung. Und auch hier immer nochmal der Hinweis, diesen Livestream wird es auch dann später noch als Podcast wiedergeben für zu Hause auf den Ohren oder für unterwegs. Alles dann aber auf der neuen Seite, die hoffentlich ab nächste Woche vielleicht sogar schon umgezogen ist. Das wird schon klappen, Anna. Ja, ist so langsam wird Zeit. Darüber macht man sich ja auch immer gar keine Gedanken. Ne? Wie viel Zeit dieser ganze administrative Kram und Technik und dann funktioniert es, dann hört es sich alles ganz einfach an und dann soll man das nur so eben mal so und so machen. Und am Ende ist doch irgendwas, worum man sich mit rumeselt. Ja. Und vor allem dadurch, dass es jetzt so schnell so viele Premium-Mitglieder geworden sind, was mich wirklich mega, 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 mega freut, dafür war die Seite einfach nicht ausgelegt. Also das ist einfach so. Und dann kamen die ersten, dass die Videos sich nicht richtig abspielen lassen. Und ja, wenn zu viele Leute halt gleichzeitig zugucken, dann wird es schwierig. Manchmal hat das System auch einfach ein Eigenleben entwickelt. Das war dann auch sehr ärgerlich. Ich glaube sowieso, dass die Technik auch es gibt auch ein Technik-Eigenleben, das man nicht beeinflussen kann. Man kann alles richtig machen. Nicht alles sind Anwenderfehler. Ja. Die Niki fragt übrigens, kurze Frage zum Top. Werden die Belege vom Armausschnitt vorher an der Achsel geschlossen? Ja. Ja. Genau. Die sind vorher, Ich habe hier. Genau, es gibt einen längeren und einen kürzeren sozusagen. Und in der Rundung unten nähst du die, das sieht ein bisschen aus wie so ein V, oder? Ja. So. Und das ist dann sozusagen, und auch hier ist der Beleg für hinten, Fokuhila. Hinten ist lang, vorne ist kurz. Genau. Fertig, muss ich nur noch aus der Maschine befreien, den Armkragen. Steckt noch fest, der Kollege. Hängt noch. Jo. Ja, die liebe administrativen Dinge. Und vor allem, irgendwann zwischendurch hat das System auch einfach mal E-Mails verschickt, ohne dass ich was davon wusste. Stößchen. Prost. Genau, einmal so. Der heutige Gruß geht an die Technik. Ich habe nur Wasser gekriegt.
Alle beschweren sich neuerdings hier, dass sie nur Wasser bekommen oder nur irgendwie was anderes. Ich habe dich vorhin gefragt, was du haben möchtest. Nur ein Wasser. Bescheidenheit. Jetzt weiß ich auch, warum. Wenn du sagst, ich kriege hier nur ein Wasser. Unverschämt ist sie auch noch, die Nina. Ja, ganz so schlimm, dass du heute hier bist, ehrlich. Also, das Krägelchen. Jo. Schneidest du die Nahtzugaben ja, zurück? Ja, schneide ich, genau, schneide ich gleich zurück. Wollte ich gerade zeigen. Jetzt hat man ja so eine dicke Wurst und kriegt irgendwie nicht so ein richtig, man hat dann hier so eine ganze Wulstgeschichte. Und ich schneide tatsächlich nur die Ecken weg und lasse den Rest, den bügel ich mir platt und den Rest lasse ich dazwischen. Ich habe immer ein bisschen Sorge, dass es sich dann doch irgendwie noch wieder aufribbelt. Mhm. Bis heute gibt es, glaube ich, auch unterschiedliche Meinungen dazu, ob man das alles versäubern müsste oder nicht. Aber ich habe eine Lieblingsbluse, da habe ich es nicht versäubert und da geht oben an der Kante die Naht auf. Ja. Und ja, einfach schnipp, schnapp, weg, was irgendwie zu viel ist, damit man möglichst wenig Stoff an der Ecke hat. Natürlich nur im Rahmen der Versäuberung, sonst ist das nämlich doof. Mhm. Und auch nicht in die Naht schneiden. Auch das wäre ganz gut, weil genau, sonst bröselt es sich da wieder auf. Was an der Stelle jetzt nicht ganz so schlimm wäre, wenn es jetzt direkt passiert, dann geht man da nochmal mit der Nähmaschine dann da drüber. Ja. Aber wäre natürlich sehr ärgerlich, wenn es vor allem auch später Fuschen passiert. Fuschen will gelernt sein, ne? Ja, auch das. Die liebe Petra schreibt, bin leider gerade erst spontan darauf aufmerksam geworden und finde den Schnitt mega schön, bin aber zu spät. Stimmt's oder bekommt man den Schnitt noch bei dir im Mitgliederbereich? Nee, leider nicht, liebe Petra. Den gibt es immer nur bis eine Stunde vorher, damit ihr euch eben auch entsprechend vorbereiten könnt und dann live mit uns mitnähen könnt. Aber die gute Nachricht, es gibt ja den Papierschnitt bei der lieben Nina im Shop und heute auch Papierschnittmuster mit 10% Rabatt. Si, Signora. Mit dem Live So Long 10 Code, also LSA, Ludwig Siegfried Anton 10. Alles groß geschrieben. Genau. Liebe Anna, ich weiß, letztes Mal habt ihr auch über, glaube ich, Eckenstopper, ja, wollte ich gerade sagen, gesprochen. Mittleres Regal, du müsstest da draußen, ja, davor. Da. Genau. Ich würde es in Wirklichkeit jetzt vorsichtig mit der Schere machen, aber ich wollte jetzt nicht zu so einem Unsinn anstiften hier. Essstäbchen tun es ja auch. Oder genau, diese Wendenadeln von Prim, die kann man auch ganz gut benutzen dann dafür, zum Ausstoppen. Genau. Es gibt ja verschiedenste Varianten, so eine Ecke rauszuziehen. Manche knicken das auch nur und stülpen es dann. Manche nehmen auch ganz gerne einfach ein Fädchen, was dann mit eingenäht wird. Dann und kann man das nämlich so richtig rausziehen. Das hört sich schon ziemlich professionell an, ja, muss ich sagen. Ja, funktioniert bei mir leider nicht immer. Manchmal ziehe ich auch einfach nur den Faden raus. Das war dann nicht auch im Sinne schön des Erfinders, aber so ist es halt manchmal. Also, So, Kragen. Surfbrett bitte. Kommt. Bitteschön. Die Maren Gilzer des Nähens. So. Die Ecke ist immer noch nicht schön irgendwie. Aber das bügeln wir uns jetzt gleich zurecht. Sagte ich schon mal, Fuschen will gelernt sein. Zack, 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 zack. So. So ruhig. Ja, ich versuche hier gerade den Chat noch parallel zu lesen, um mal zu gucken, ob mir noch irgendeine Frage damit unterkommt. Einige schreiben, oder eine schreibt hier, dass sie an den Ufos gerade mit dranhängt. Nähgedöns Doro schreibt, dass sie angefangen hat, die Mailis zu nähen. Ich bin echt gespannt auf deine. Das möchte ich bei Instagram nachher sehen. Apropos Instagram. Ja. Wir sind auch mega neugierig, wie immer, und würden uns tierisch freuen, wenn du einen Instagram-Account hast oder einen Instagram-Account hast Account. Und du mitnähst, dass du dein fertiges Exemplar dort posten würdest mit dem Hashtag LiveSoLong, mit dem Hashtag UniDesign. Du hast ja einen neuen auch. Ich habe einen neuen. Ein. Ja, ja. UniDesign-Schnitt. Die genaue Bezeichnung, aber das heißt, glaube ich, UniDesign-Schnitt, ist auch gerade im Feed. Also man kann den da auch sehen. Und, das könnte ich jetzt auch schon mal verraten, wir haben auch vor, monatlich dort dann ein Schnittmuster zu verlosen von den Leuten, die ihre Schnitte, also unsere Schnitte, da gepostet haben. Die müsst ihr nicht aus UniDesign-Stoff gemacht haben. Es geht darum, dass möglichst viele unterschiedliche Versionen von Nummer 1 bis Nummer 16 in unterschiedlichen Stoffen da einfach
ja, zu sehen sind, damit sich andere Leute auch dran orientieren können, was notwendig ist. Und man kann sich auch einfach inspirieren lassen, genau, wie unterschiedlich das dann aussieht, aus einem anderen Stoff, in einer anderen Größe oder so. Ich finde das auch immer sehr hilfreich. Und deswegen, ihr könnt auch gerne nicht nur bei Unidesign schauen, sondern generell auch, was den Live-Salon anguckt, immer mal wieder Hashtag Live-Salon anschauen, was da auch nachträglich manchmal noch genäht wird hinsichtlich der... Also von den Schnitten, die im Live-Salon sind und Premium-Bereich genau das Gleiche mit einfach Premium. Da könnt ihr euch einfach inspirieren lassen. Deswegen, wenn ihr was fertig habt und dann postet, wir freuen uns tierisch. Ja. Verlinkt uns auch sehr gerne einmal Unidesign, genau, oder einfach nähen, das bin ich. Ach, du bist das? Ich bin das. Bist du die Anna? Ich bin die Anne und Anne. Anja und Annette und was ich schon alles gewesen bin. Mich hat neulich eine angeschrieben, liebe Doris. Fand ich auch sehr interessant, wo ich dachte, ob das für mich war. Aber die Frage war dann definitiv, ja, für mich, wo ich sagte, wann habe ich denn jemals den Anschein erweckt, dass ich Doris heiße? Tja. So ist das manchmal. So, zurück zum Nähen. Wo wir gerade das Objekt der Begierde, den Kragen, hier liegen haben mit den Schlaufen, die eine Note 3- bekommen. Jetzt muss der Kragen gleich angenäht werden und wo man den gerade ausgebügelt hat. Ich mache das dann tatsächlich direkt so. Die Seite mit dem Bügelvlies, die kommt nachher an die Vorderseite ran, sodass die Seite, die ohne Bügelvlies ist, die bügele ich jetzt schon mal im Rahmen der Nahtzugabe nach innen, also 1 Zentimeter. Das ist auch so ein bisschen der Grund, weswegen ich eigentlich immer alles versäubere, weil ich finde, man hat dann schon super gutes Augenmaß anhand der Versäuberungsnaht, was denn circa 1 Zentimeter ist. Ich sitze dann nämlich nicht mit dem Lineal und messe mir komplett den Zentimeter ab. Möchtest du das denn trotzdem? Nein. Das wird ein guter Zentimeter. Ja. Also. Machst du bei deinem Kragen oben auch noch eine Untersteppnaht? Nee, mache ich nicht. Kann man natürlich grundsätzlich machen. Ich finde es immer schöner, weniger Nähte zu haben. Und dadurch, dass das nachher alles fest ist und ja auch quasi gezogen wird, hat man auch so wie hier eigentlich auch nicht das Problem, dass irgendwas rauf und runter rutscht. Also deswegen mache ich keine Untersteppnaht daran. Ja, hier kommt gerade die Frage auf, ob man den Kragen auch ein bisschen niedriger machen kann. Klar, ja, könnt ihr ja immer machen. Ihr, ja, könnt auch, ich hätte fast gesagt, einen richtigen Rollkragen machen bis oben hin. Wird dann bei Webwaren ein bisschen schwierig. Aber auch da, ihr könnt ja anpassen, kürzen, verlängern, größer machen, wie immer ihr das möchtet. Ich kann mir auch einen guten Pattern-Hack vorstellen, indem man sozusagen eigentlich nur einen ganz schmalen Kragen macht, wo man nachher tatsächlich ein Band oder was auch immer durchzieht und dann hier vorne noch eine, ja, Schleife hätte in irgendeiner Form. Also auch das kann ich mir gut für den Sommer vorstellen, dass man das machen kann, vor allen Dingen auch bei dem Top. Mhm. Also. Hier kam gerade noch eine Frage an dich rein. Hallo, ich habe gerade deinen Online-Shop gegoogelt. Ja. Kann man auch bei dir vor Ort kaufen? Ja, kann man auch zu ganz skurrilen Öffnungszeiten, nämlich den ersten Freitag und den ersten Samstag im Monat haben wir auf. Das erste zusammenhängende Wochenende, also wenn, ne, der letzte Tag noch der Januar oder Februar ist, dann ist es dann halt das nächste Wochenende und ich mache auch bald den Nähclub auf. Da kann man sich mit mehreren anmelden und nähen auf eigene Faust. Und dann kann man auch in dem Zuge bei mir einkaufen kommen. Da Hollenstedt nicht der Nabel der Welt ist, was ich nicht verstehen kann, ist aber tatsächlich so. Und aufgrund der Art des Stoffgeschäfts, was ich nun mal habe, lohnt es sich für mich einfach nicht jeden Tag aufzumachen. Mein Geschäft ist einfach die Online-Geschichte und ja. Und nach Voranmeldung geht auch eine ganze Menge. Also ich nehme auch E-Mails. Wie gesagt, es muss passen mit unseren restlichen Arbeitsabläufen, dass das irgendwie, dass wir unsere Bestellungen fertig kriegen. Aber man kann auch. Also wer auch auf der Durchreise von München nach Flensburg ist mit dem Auto oder sowas. Wird und, nicht verstoßen. Wird nicht verstoßen, kann sich vorher bei Nina melden und dann wird da sicherlich eine Lösung sein. Es sei denn, du bist gerade bei mir. Genau. Dann wird schwierig. Jetzt wäre gerade schwer. Heute wäre schwierig, genau. Genau. Aber ansonsten geht das sehr gut. Das kleine Bügeleisen will es nicht so ganz platt machen, aber ich weiß nicht, du ist jetzt einfach so. Noch was hören. Ja, aber dann habe ich auch Angst vor den Zierstreifen da drin. Also ich habe jetzt sozusagen, wenn ihr das jetzt mal übereinander, wenn das da jetzt so liegen bleiben würde, die Seite, die nicht mit Bügelvlies ist, schon mal 1 Zentimeter nach innen gebügelt, damit wir das gleich nicht mehr machen müssen.
du musst das Surfbrett dann nicht nochmal rüberreichen. Das haben wir jetzt schon abgehandelt. Jetzt haben wir das erledigt. Genau. Mir rutscht mein Haar immer nach vorne. Aber wir haben ja du Scheren hier liegen. Da. Oder Scheren. Ich nehme dir so eine Klammer. Was man mit solchen Nähklammern alles machen kann. Das stimmt. Du müsstest jetzt auch gleich parallel noch erklären, wie man das jetzt macht, wenn man keine Ärmel hat. Wenn man keine Ärmel hat. Genau, weil da ist ja nackig das dazwischen. Gibt's, ne? Genau. Ah, da holt die Mutti mal kurz den Kragen raus hier. Wir hatten das alles draufgelegt, sag mal. Ich kenne sie, aber ich verrate sie nicht. Den erwische. Also, wir erklären das mal hier anhand des Schnittmusterteils. Und zwar seht ihr ja hier Knipse. Das sind die Knipse, steht auch drauf, Schulter. Je nach Größe, ich habe die günstige Schwarz-Weiß-Version gerade hier vorliegen. In Wirklichkeit sind sie in Farbe. Ihr sucht euch eure Farbe raus, macht euch einen Knips und lasst dieses Stück einfach frei. Das heißt, ihr näht den Kragen. Dieses Stück ist einfach frei. Das heißt, ihr markiert euch das hier auf eurem Kragen sozusagen und dann habt ihr das nachher, wenn ihr das dazwischen annäht, ist dann dieses Stück sozusagen so daran vernäht und hier, warte, ich muss wieder auf meine Markierung zurück, das ist sozusagen ja hinten, das näht ihr am Rückenteil fest, dann kommt das ganze Stück Vorderteil und dann habt ihr hier wieder ein Stück Schulternaht, was frei ist. Was nachher ist und dann habt ihr wieder den Rücken. Mehr müsst ihr gar nicht machen. Das klappt sich sogar von alleine eigentlich so hin. Also auch wenn es jetzt eventuell ein bisschen schwierig erscheint im Verständnis, sieht es halt nachher, wir haben ja alles da. Was mühe ich mich eigentlich ab mit nicht fertig genähten Dingen? Ihr seht, nachher sieht es so aus. Oh, dieses wir haben Stück noch gar ist nicht, einfach frei. Gekräuselt, Entschuldigung. Nee, das kommt auch das, gleich, genau. Ich habe eigentlich schon beim Kräuseln ist auch der schönste Fuschteil überhaupt. Also, genau. Das ist das Stück Arm und wie gesagt, auf der anderen Seite hat man dann automatisch die Nahtzugabe, die auch. Beim Festnähen hat man dann ein wunderschönes, freies Stückchen. So, alles wieder weggeräumt. Kräuseln. Auf dem Schnittmuster steht, dass man das auf 10 cm und das auf 3 cm zusammenkräuseln soll. Wenn man alles perfekt zugeschnitten hat und alles im Rahmen der Nahtzugabe zusammengenäht hat, dann passt das auch perfekt zusammen. Sollte es die ein oder andere kleine, unerwartete Unregelmäßigkeit gegeben haben, verhaftet euch keiner, wenn ihr das in anderer Form zusammenkräuselt. Und zwar, ich mache das, ich nähe jetzt auf dem Rückenteil, 2 Nähte mit einem möglichst großen Stich, wird hier wahrscheinlich auch ein 5er Stich sein, ne? 6. Mache das innerhalb der Knipsmarkierung auf der Seite auch und natürlich auch vorne und ich passe das nachher genau dem Kragen an, in der Größe, in der ich ihn jetzt zusammengenäht habe, sodass es am Ende einfach passt. Und wenn ich vorne 11 cm kräuseln muss, da habe ich vorne 11 cm gekräuselt. Dann ist das Hauptsache so. Hauptsache gekräuselt, weil Hauptsache sonst passt gekräuselt. Es definitiv nicht. Genau. Man könnte auch theoretisch Kellerfalten legen zum Beispiel oder man kann auch vorne eine ganz große Kellerfalte legen. Das kann auch gut aussehen. Kommt immer so ein bisschen drauf an, wie die Brust dann drunter ist, wie das dann entsprechend dann aufspringt. Aber da kann man auch mit verschiedenen Varianten arbeiten. Wichtig ist nur, der Kragen ist halt deutlich kleiner im Umfang als das, was eingekräuselt werden muss. Du genau, so eine ganz große, ne? Kann man ja auch vorne machen. Entweder als Kellerfalte oder als Quetschfalte, je nachdem, wie man es haben möchte. Ist gar nicht so schwierig. Nicht zu groß machen, sonst hat man Quetschhals danach. Nein. Gibt es eine Nähanleitung zum Papierschnittmuster? Kommt noch die Frage, haben wir gar nicht beantwortet. Ne? Die Anleitung ist ja immer mit dabei. Ja, aber die ist in diesem Fall auch online. Also auch da ist es... kann jeder online begucken, auch ohne das Papierschnittmuster gekauft zu haben. Unter dem Punkt Schnittmusteranleitung gibt es einen Button, hier klicken. Und wenn man dann da klickt, dann tut sich sofort die Anleitung auf. Ich will mir das jetzt angucken, deine Idee. Ja. Annette schreibt, mein Kragen ist auch gerade a little bit zu kurz. Ja, mehr Kräuseln. Genau, schreibt sie. Einfach ich brauche mehr Kräuseln. Wir brauchen mehr Kräuselung. Genau. Guck mal, könnt ihr euch das vorstellen? Das ist Annas Kellerfaltenversion. Version Anna der Bluse. Ja. Ich muss die Ärmel rausmachen, sonst sieht das nicht hübsch aus. So. Guckst du hier, Anna. So sieht das aus. Ja, sofort. Ich muss noch kurz einmal zubbeln, dann kommt der ganze Kram wieder tiefer.
So sieht es. Wenn man es genau in die Mitte gemacht hätte, wäre es auch noch cool gewesen. Das ist eine leicht linksversetzte Version. Aber ihr versteht das grundsätzliche Prinzip. Die Mitte wäre natürlich cool gewesen. Kragen. Kragen wäre dann oben dran. Genau. Ja, da hat man also dann nur eine. Kellerfalte ist eine Spitzenidee, Anna. Gerne. Also ihr seht, man kann einfach mal ein bisschen variieren und überlegen und machen. Dann hat man auch wirklich ein neues Designelement tatsächlich auch. Ja. Man muss halt ein bisschen gucken. Ne? Das sieht nicht bei jedem gut aus mit dieser Kellerfalte. Je nachdem, wie groß die Brust halt auch ist, springt das nicht ganz so schön auf. Muss bei man mir eventuell mal gar nicht. Genau, aber ne, je weniger, desto besser in diesem Falle dann tatsächlich auch. So, aber im Schnittmuster vorgesehen. Richtig, ist gekräuselt. Wie es die Polizei, die Nähpolizei sagt, wird jetzt hier rumgekräuselt. Zack, zack. Also hier kannst du an dem Rädchen die Stichlänge einstellen, die gehst du dann auf 6 und dann. Gott, wichtig ist das nachher zurückstellen. Ja, das merkst du schon. Ich dachte ich mir. Wichtig ist jetzt bei all den Maschinen, die eine automatische Nähfunktion haben, die auszustellen. Das funktioniert sonst nicht so gut mit dem Kräuseln. Also am Anfang und am Ende darf nicht verriegelt werden, weil das auch so in eurem Nähflow mit drin ist. Grundsätzlich immer auf den Rückwärtsgang nochmal zu drücken. Und auch hier ist es tatsächlich so, dass es viel schöner wird, wenn man tatsächlich 2 Reihen mit so einem langen Stich macht und nicht nur eine Reihe. Also, das kräuselt sich einfach schöner am Ende. Die kann man ja relativ dicht untereinander setzen. Man hat ja auch 1 cm Nahtzugabe, also läuft ja da auch einem der Stoff nicht so weg. Ah, Martina schreibt, gerade mitten im Nähen war der Unterfaden alle. Kenne ich. Ja, oh. Glück ist, wenn der Faden reicht, ne? Genau. Vor ein paar Tagen habe ich auf Instagram gesehen, dass Tobias Milse da auch so einen Struggle hatte mit seinem Faden. Da ging es nämlich darum, auch noch ein richtiges Muster zu sticken. Und er hat es wirklich geschafft, bis auf ein paar Zentimeter. Das, Leben am Limit. Ja. So, jetzt hättest du mehrere Fäden, hast du gerade gesehen, ne? Ja. Das ist, weil die Nadel nicht einmal oben über dem Berg ist. Ne? Ach du Schreck, also alles für die Katz, sagst du? Nee, du hast nur 4 Faden jetzt. Ach so, ich glaube, ich habe aber den Faden automatisch gleich wieder mit rausgezogen. Ja. Ich glaube, der ist nicht mehr da. Brigitte, wir nähen auf der Pfaff Select 4.0. Das ist schon ein etwas älteres Schätzchen, was ich aber nicht missen möchte. Und das ist wirklich ein Schätzchen. Ja, so doch, alt dann. Aber sie näht echt toll. Ja, sie näht toll, aber das hörte sich gerade so so leise an. Hat sie sich jetzt vielleicht wieder ein bisschen bekrabbelt? Könnte sein. Bekrabbelt. Berappelt. Ja, berappelt. So, das war das, genau. Jetzt hat sie. Ja, das hört sich irgendwie. Irgendwas will sie. Solange sie näht, ist okay. Wie sieht es unten drunter aus? Ja, aber ist ja auch nur der doofe Sechserstich. Der hat ja. Ja, vielleicht ist ja da irgendwas. Mal genau. Gucken. Muss ja auch nur locker drüber nähen, ne? Mhm. Das ist ja das Gute an der Geschichte. Aber ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht. So mit der Zeit hört man auch tatsächlich, wenn irgendetwas nicht so ganz stimmt. Also wenn sie zum Beispiel wieder Öl braucht oder wenn die Nadel etwas stumpfer wird, dann meine Maschine fängt dann sehr laut an zu tackern tatsächlich. Oder auch wenn der Unterfaden leer geht oder leer ist, dann macht die einfach ein anderes Geräusch. Also je länger man mit einer Maschine Zeit verbringt, desto mehr lernt man sich auch kennen und auch hörend versteht man sich dann besser. Das war jetzt irgendwie ein komischer Satz. Ne? Also man hört, wenn es der Maschine nicht gut geht oder wenn irgendwas komisch ist. Wenn sie muckt. Ja. Dabei fällt mir auch ein, also bei solchen Stoffen ist es auch oft gut, eine Mikrotex-Nadel zu benutzen. Also dieser Crepe-Tencel, der ist ziemlich, der kann einstecken. Der kann auch eine normale Universalnadel einstecken. Aber natürlich alles, was man in irgendeiner Form mit Seide oder wie auch immer mit etwas, ich finde, man fühlt das auch schon so ein bisschen, wenn es so in der Webung so ist, als würden da Laufmaschen entstehen können, dann muss da tatsächlich eine Mikrotex-Nadel her. Ich hätte auch nie gedacht, dass da wirklich, die sind alle klein und dünn, die Nadeln, aber der Stoff weiß schon,
was er gerne haben möchte. Ja. Genau. Mhm. Also. Toller Tipp hier noch, mein Tipp beim Einkräuseln, eine andere Farbe für die Kräuselnaht nehmen, um später nicht versehentlich am falschen Faden aufzuribbeln. Ja. Völlig richtig. Genau, hätte ich aber umfehlen müssen. Ja, haben wir nicht. Waldmaschine, ja, tatsächlich. Genau. So. So ein bisschen wie Gardinen aufziehen früher, ne? Mhm. Ja. Ja, dann sehen die Leute das ja, das will ich ja nicht. Schrieb gerade jemand, ich denke mal, der Kommentar bezieht sich auf man lernt die Nähmaschine immer besser kennen und erkennt dann auch am Geräusch, was los ist. Hier kommt, das ist wie beim Partner. Ja, genau. Da erkennt man irgendwann auch an den Geräuschen, was los ist. So. Und ich ziehe das jetzt einfach viel weiter zusammen als wahrscheinlich notwendig und ziehe es dann gleich wieder auseinander, wenn ich weiß, wie groß der Kragen ist. Ja. Während du kräuselst, kann ich noch Silvias Frage hier auf die Frage eingehen. Hallo, kannst du noch mal was zur Janome-Nähmaschine sagen? Welche hast du da? Das ist die Janome Memory Craft 6700P, glaube ich, oder sowas. Wie schreibt man dieses mit am Anfang? Kann ich nicht wirklich viel zu sagen. Also die Maschine habe ich zwar hier und habe auch schon mal gesagt, dass ich dazu irgendwann mal was sage, auch im Vergleich zu einer anderen Maschine dann noch, bin ich aber noch nicht zugekommen. Und das ist auch eher so im Moment meine Privatmaschine, aber es war tatsächlich lieber auf den ersten Blick. Die Annette kann es bestätigen. Ich glaube, Annette, du bist dabei gewesen bei dem Nähwochenende. Ne? Die eine Teilnehmerin bringt diese Maschine mit und ich denke, ja, alle meine Wünsche wurden erhört und umgesetzt. Und ich liebe diese Maschine tatsächlich. Sie tut das, was sie soll. Ist definitiv keine günstige Maschine und ist ein unfassbar schwerer Trümmer. Und häufig greife ich aber tatsächlich hier auf mein altes Pfaff-Treckerchen zurück, weil sie einfach da steht, eingefädelt ist und ich direkt loslegen kann. Das ist einfach so. Wir mögen uns sehr gerne, wir zwei, die Select und ich. Man muss auch mal Basic können, ne? Ja. Also ich mache das so bei dem Kragen. Auch hier stecke ich einfach beide Enden zuerst fest. Rechte Seite, linke Seite und erst dann kümmere ich mich um die Mitte. Es gibt, glaube ich, im Schnittmuster sogar einen Knips für die vordere Mitte des Kragens und für die vordere Mitte der Bluse. Das hätte man sich auch mit übertragen können, aber auch hier Leben am Limit. Aber auch hier frisst die Versäuberungsnaht leider ganz oft meine Knipse, was ich dann wiederum vergesse, danach nochmal nachzuholen. So, und wie ihr seht, passt das jetzt hier so nicht. Und jetzt kann ich das aber durch das Zusammenkräuseln der ganzen Geschichte, ich muss ein bisschen dichter ranrücken, sonst falle ich gleich vom Hocker, so passend machen, dass nachher der Kragen da tatsächlich auch zwischenpasst. Egal, ob ich es jetzt 3, 4, 5, 7 oder 12 Zentimeter gekräuselt habe. Ich muss es nur nicht auseinanderziehen, sondern zusammen, da war es, ne? So. Die Dani ist übrigens mit drin, die auch bei dem Nähwochenende mit dabei gewesen ist, die mich markentechnisch hat fremdgehen lassen. Du bist schuld, jawohl. Ja, das ist schon ein tolles Teil. Man muss auch mal neue Horizonte. Ja, und dafür sind genau solche Events perfekt. Also man mag ja von Nähwochenenden halten, was immer man möchte. Und ich meine, ich nähe in der Zeit ja dann nicht, sondern ich hüpfe da ja rum und gebe Tipps, gefragt und ungefragt. trockne Tränen und bewirte auch meine Gäste. Ich koche immer für die und ich liebe diese Nähwochenenden. Und vor allem, wenn dann sowas rauskommt, wie dass ich eine neue Nähmaschine habe und wie gesagt, endlich meine Wünsche alle erfüllt sind. Das ist aber ein teures Wochenende für dich, oder? Nee, ich verdiene ja das Geld, an dem aber ich gebe es für die Maschine wieder aus. Das stimmt, das ist dann tatsächlich sehr teuer, wobei ich jetzt mit Maschinen erstmal durch bin. Aber auch für die Kursteilnehmer, man lernt neue Schnittmuster kennen, man lernt vielleicht neue Materialien kennen. Wir hatten letztes Mal jemanden dabei, die hat ein Schnittmuster von der Vogue genäht. Ja. Und das ist eine ganz andere Schnittführung dann plötzlich und eine ganz andere Herausforderung. Und dann kommen die manchmal mit einem Material dann auch nochmal um die Ecke, wo ich denke, so holla, hätte ich nie im Leben dran gedacht. Und das ist einfach schön für alle zu gucken. Und wir sind ja immer nur eine kleine Gruppe von maximal 10 Teilnehmern. Und das nächste ist jetzt im Mai auch schon. Und es ist einfach eine schöne, runde Sache, wie ich finde.
Genau, und ohne das Nähwochenende hätten wir uns alle gar nicht kennengelernt, das stimmt. Das sind wirklich einige dann von den Nähwochenenden auch heute hier im Chat mit dabei und es ist schön. Es hält sich auch über das Nähwochenende, wird Kontakt gehalten und es ist wirklich toll, euch auch persönlich dann mal kennenzulernen. Viele haben vielleicht das Gefühl, dass sie mich schon lange kennen. So ging es uns ja gestern Abend, ne? Wir sind uns in die Arme gefallen und dachten so, haben wir auch komisch, wir kennen uns nur virtuell, obwohl wir ja schon uns zumindest in einem Raum befunden haben. Genau. Aber da hatten wir noch nicht wirklich was miteinander zu tun. Und so geht es halt vielen dann auch. Und ich freue mich dann immer, auch mal persönlich jemanden kennenzulernen. Ja, und dass es tatsächlich dann auch eigentlich genauso ist, wie man geglaubt hat, dass es ist, finde ich. Also ich finde, man weiß ja schon vorher einigermaßen, ob man sich riechen kann oder ob man sich eben nicht riechen kann. Und, ja, das ist bei den Nähwochenenden ja immer eine große Überraschung, wer dann da sonst noch mitsitzt. Aber ich kann wirklich von meinen Kursen behaupten oder von den Nähwochenenden, dass es immer echt eine tolle Zusammensetzung gewesen ist. Und zur Not geht man sich halt mal ein bisschen aus dem Weg oder so. Anna, es passt nicht an meinen Kragen. So gar nicht? Doch, ich muss nur noch ein bisschen kräuseln. Das heißt, ich muss noch ein bisschen mehr reden. Genau, du hast es verstanden. Ich muss noch ein bisschen mehr. Zum Notfall muss das Wetter herhalten. Profi-Tipp, Kragen rechts auf rechts annähen. Ich ribbel dann mal auf. Rechts auf rechts, Kante auf Kante, Markierung auf Markierung. Ja, genau so. So, was nicht passt, wird passend gemacht. Oder wie heißt das so schön? Es ist ja ein Unikat. Und wir nähen ja für uns. Ja. Vielleicht auch für Freunde und Kinder und so weiter, aber es ist keine Schneiderauftragsarbeit, die wir hier machen, eine Schneiderkunst kein und so weiter. Kein Haute Couture. Kein Haute Couture, kein Kostümchen, kein Sakko oder irgendwie was, kein was auch immer, sondern wir nähen ja in der Regel für uns und da hat jeder ja auch seine eigene persönliche Schwelle, was dann noch okay ist und ab wo man dann auftrennt. Ich meine natürlich, wenn der Kragen falsch rum dran ist, ist er halt falsch. Die außenliegende Naht ist in diesem Fall nicht so schön, das stimmt. Also, so, jetzt habe ich mich gleich zurechtgefriemelt. Ich hoffe, dass ich die Hände dann noch da rauskriege und sie nicht irgendwie mit eingezerrt habe. So, wenn man sich dann zurechtgefummelt hat an dieser ganzen Geschichte und der Kragen dann passt und sich hier, wie man hier sieht, direkt die Kräuselung erstmal wieder aufgelöst hat, die ziehe ich gleich wieder fest, wird das Ganze mit einer Nahtzugabe von 1 Zentimeter an der Bluse festgenäht. Erstmal nur eine Seite, nur die Seite mit dem Bügelvlies. Die andere, die schlabbert hier noch rum. Die kommt erst im zweiten Gang nach, wenn man versucht, genau in der Naht zu nähen. Ich bin dann mal weg. Du bist dann mal weg und ich habe gerade gesehen, Doris ist ja auch mit im Chat. Doris ist auch einmal bei einem Nähwochenende mit dabei gewesen und schreibt, dass es auch eine wirklich schöne Location ist. Das stimmt tatsächlich. Also es ist ein alter umgenähter. Ein umgenähter Bauernhof. Ein umgebauter Bauernpferdehof, wo auch ganz viele Pferde noch mit dabei sind und die Mädels dann da tagsüber auch die Pferde ausführen und striegeln und machen und tun. Und wir haben diese Location tatsächlich nur für uns. Da kommt keiner vorbei, der irgendwie meckern kann. Wir können, oder nicht wir, aber ihr könnt nähen, bis ihr umfallt. Und der Arzt wir stören kommt. Niemanden, sondern wir sind unter uns. So. Ich habe mich gerade dazu entschlossen, dass die Bluse oben liegt und nicht der Kragen. Eigentlich ist es andersrum. Dadurch, dass ich hier aber so ein bisschen rumgefuscht habe, werde ich jetzt das versuchen, dann nachzuholen, nämlich weil hier mir ja die Kräuselung direkt wieder aufgegangen ist. Ach, hier ist der Rückwärtsnähkram. Und damit ich das jetzt sehe, bei den ganzen Fäden, liegt jetzt einfach die Bluse oben und der Kragen unten. Weil jetzt kann ich hier nämlich nachjustieren mit meiner Kräuselung. Ohne, dass ich da Falten einnähe, die ich da gar nicht haben will. Die Falten habe ich ja schon im Gesicht, die müssen ich ja nicht noch in der Bluse haben, ne? Hallo? Hallo? Für deine 65 siehst du doch noch knackig aus. Fast wie 41, ja, ne? Also kein Tag älter. So. Guck mal bitte gleich, ob das tatsächlich, du bist nämlich auch auf Nahtzahl 6, ich wollte gerade sagen, es hört sich immer noch ein bisschen komisch an. Ich glaube, du müsstest jetzt nochmal zurücksetzen, ne? Ja, das glaube ich auch. Ja. Da müsste ich jetzt wenigstens nicht so viel auftrennen, wenn ich was auftrennen müsste. Jetzt schneide ich erstmal eine Runde hier Fäden ab. So. Dann fangen wir nochmal von vorne an, ne? Second verse, same as the first. So. Tonja fragt übrigens gerade, ob noch Plätze frei sind fürs nächste Nähwochenende. Es sind noch
gab zwei Plätze ohne Übernachtung direkt vor Ort frei. Wenn du mal selber schaust, was so im Umkreis an Übernachtungsmöglichkeit da ist, und da ist wirklich noch einiges da, und du nicht hier direkt aus dem Umkreis von Münster kommst. Kommt sie nicht. Kommt sie nicht. Kommt sie nicht. Dann, also wie gesagt, das sind die Tickets ohne Übernachtung noch da. Die mit Übernachtung, die sind echt immer innerhalb von kürzester Zeit weg. Aber man kann sich ja selber organisieren, ob man dann vielleicht noch eine Übernachtungsmöglichkeit dann entsprechend findet. Die Seite, ich weiß nicht, was, man findet wahrscheinlich über meine Seite nicht das direkt. Das ist einfach-nähen.com/Nähwochenende-in-Münster. Das ist ja ganz, ganz einfach. Genau, ganz einfach. Habe ich mir gleich gemerkt. Ich habe die Seite tatsächlich jetzt schon runtergenommen, aber den Link runtergestellt, weil dadurch, dass die Seite ja umzieht, musst du dahin, die Seite zieht um. Ganz günstig, wenn die Leute wissen, dass die Seite auch wirklich umzieht. Deswegen ist die Seite nicht direkt verlinkt über meine Seite. Ich kann es in den Chat reinschreiben, genau. Das ist eine gute Idee. Also www.einfach-nähen.com/nähwochenende-in-Münster. Tada! So Tada! Es funktionieren. Ich guck mal gerade noch mal selber rein, ob das die richtige Seite ist, wo ich da irgendwas Falsches schreibe. Lügen verbreitest, meinst du? Genau, bevor ich hier Lügen verbreite. Und sie heißt tatsächlich Nähwochenende in Münster. Mach mal. Wir können da gerade drauf gehen, genau. So sieht die Seite dann aus. Hier ist die Location dann auch nochmal. Und wenn man hier runter geht, dann sieht man hier, tada, alle, die da schon mit dabei gewesen sind. Unten gibt es noch ein weiteres Foto. Aber hier sieht man auch Pferd. Da, Pferd lacht mit. Das war sehr witzig, genau. Und hier haben wir dann einen großen Raum, wo dann mitgenäht werden kann. Und hier oben sind zwar Tickets mit Übernachtung noch, die sind aber ausverkauft, aber ohne Übernachtung, da kann man dann noch drauf gehen. Die Seite sollte auch noch funktionieren. Ich probiere es mal gerade selber aus. Ja, da wäre dann die Buchungsmöglichkeit. Gut. Gehen wir mal wieder zurück. So. Martina schreibt, ich habe mich gerade dazu entschieden, die zweite Naht vom Kragen per Hand anzunähen. Das finde ich persönlich schöner. Das ist auch das tatsächlich auch eine Möglichkeit. Das stimmt definitiv. So, ich frisiere meine Bluse kurz wieder und schneide eine Runde von den ganzen Fäden ab, die hier so runterhängen. Oh, guck mal, ich sehe schon, was ich gemacht habe. Ja, das ist der Nachteil, wenn man das falsch rumnäht sozusagen. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Es ist ja auch erst 10:50, meine Liebe. Wir sind noch nicht über die 3-Stunden-Schallgrenze drüber. Gut, dann habe ich ja noch Zeit. Kann ja noch ein bisschen. Je länger du hier dich vernähst, desto mehr Zeit können wir noch mit. Lila, blau. Blau. Achso, möchte dir sehen, was ich für einen Quatsch gemacht habe. Weswegen man ja, wie gesagt, eigentlich den Kragen andersrum hat. Ich habe diese wunderschöne Falte eingenäht. Die soll da natürlich nicht hin. Ich trenne aber nur genau das eine Stückchen wieder auf, ziehe das da raus und dann ist das angenäht. Alles ist hier voller Fäden. Wer will denn sowas? Was ist denn das für ein doofes Schnittmuster mit so vielen Fäden? Das gehört zum Design. Ja. Ja, das sind Designelemente. Genau. Das Gute ist, das ist ja nachher alles innenliegend, also von daher ist das grundsätzlich wurscht. Jetzt dann immer aufpassen, dass man dann nicht noch irgendwie Löcher in den Stoff mit reinschneidet. Das ist nämlich auch... Das ist zum Heulen förmlich. Dann kommen da so schöne Applikationen drauf oder man näht dann noch so eine Kordel drüber. Oder so. Man macht eine Brosche dran. Bitteschön. Bitteschön. Also aus dem Off vom lieben Kamerakind Jonas. Ja. Wir haben gerade die Überlegung, einfach mal zu fragen, was ihr macht, wenn ihr euch vernäht habt. Wahrscheinlich werdet ihr euch genauso gut ärgern wie wir. Innerlich ist nämlich jetzt gerade das Rumpelstilzchen los. So, also, scheiße.
Und ja, man trennt halt einfach auf. Also manchmal schmeißt man es auch erstmal nur in die Ecke. Sollte man auch tun, wenn man sowieso nicht mehr so konzentriert ist, dass nicht noch den Nahtauftrenner benutzen. So gerade, ich weiß nicht, ob du auch die Situation kennst, nur noch mal eben kurz abends. Das geht gar nicht. Die letzte Naht, ja, kommt nur noch mal eben und dann geht's in die Hose und dann trenne ich jetzt wenigstens noch mal auf, weil ist ja blöd, ist ja nur noch die eine und dann geht's komplett in die Hose. Genau. Also, wo man sich dann auch mittelschwer an die Stirn fasst, wie doof man eigentlich ist, wenn man solche Sachen macht. Vorher. Genau. Kannst du dich bremsen? Nein, ich mache es immer wieder. Mhm. Wie ich auch immer wieder was fallen lasse, weil ich glaube, ich kann mit einer Hand mal eben die Tür aufmachen. Anstatt es abzustellen, denkt er vorher drüber nach und es fällt trotzdem runter. Ja. Anna, ja, da, was suchst du? Die Kappe. Ach ja, ich dachte, ich habe sie. Wir sind auch nicht mehr alle vollständig. No, trotzdem hast du es mir vollständig gegeben. Ich finde, mit dem Vernähen kommt es ja ein bisschen drauf an, wo man sich vernäht hat. Also vorne in der Mitte am Kragen hilft einem, glaube ich, wirklich nur auftrennen. Also oder eben neu zuschneiden. Aber so an der einen, neulich habe ich mir irgendwas zugeschnitten und da war mittendrin irgendwie eine Laufmasche, was ich aber erst zu spät gesehen habe. Und da habe ich ganz fachmännisch einfach Bügelvlies von der Innenseite drüber gebügelt, damit es möglichst zusammen bleibt und man es da nicht sieht. Und ja, das funktioniert tatsächlich ganz gut. Und sonst gibt es ja jetzt mittlerweile lauter hübsche Etiketten, die man überall annähen kann. Aber da liegt wie gesagt, noch so ein Buchstabe. Genau, der ist natürlich immer so ein bisschen projektgebunden, die ganze Geschichte. Ja. Also, so, die Falte ist wieder raus. Jetzt nähe ich das nochmal wieder fest, Anna. Jetzt kann ich es ja von der richtigen Seite annehmen, weil jetzt ist ja die Kräuselung, genau, so läuft ja jetzt. Ja. Zwei Fragen wollte ich hier noch kurz beantworten, bevor du oder während du da nähst. Einmal, wie oft das Nähwochenende stattfindet. Also es findet so im Durchschnitt zweimal im Jahr statt ungefähr. Das ist halt auch immer ein etwas größerer organisatorischer Aufwand, der dahinter steht. Jetzt im Mai ist es und dann höchstwahrscheinlich dann wieder im Herbst. Nur Termine gibt es allerdings noch nicht. Und die Frage kam, könnte man die doppelte Naht auch mit der Zwillingsnadel zumachen? Das ist jetzt nicht die Kräuselnaht wahrscheinlich, nee, die gemeint ist, ne? Das kann man bestimmt auch. Bluse, komm noch mal her. Lass mich das doch mal angucken, bevor ich hier... Es handelt sich ja nachher um diese Naht. Die kann man bestimmt auch mit der Zwillingsnadel in irgendeiner Form nähen. Ja, aber ich würde mit beiden Nadeln auf dem Kragen trotzdem nähen. Genau. Gerade auch, wenn die Ärmel los ist, weil sonst rutscht er ja mit dem einen runter. Genau. Und sonst ist die Und wenn da mal irgendwas nicht ganz akkurat ist, dann ist dann auf einmal ja, die Naht an der falschen Stelle. Ich glaube, ich würde bei einer einzelnen Naht bleiben. Weil man hat ja auch eine ganze Menge Stoff. Die meisten Zwillingsnadeln sind ja auch ein bisschen zickig. Ja. Die sind ja nicht ganz unproblematisch. Und dann hat man nachher den Salat, dass das da irgendwie sich an dieser dicken Kräuselecke da irgendwie aufgehängt hat. Ja. Oh, ich muss mal gerade hier, entschuldige, das ist sehr komische Krämpfe ab, aber ich muss mal eben die Ringe ausziehen. Mir schwellen gerade hier so meine Finger an. Sehr unangenehm. Guck mal, jetzt habe ich einen Ring, ohne einen Ring anzuhaben. Verrückt. Was im Alter so alles mit einem passiert, ne? Welches Alter? War die Retourkutsche. Rache ist Blutwurst, oder wie heißt genau, das so schön? Ja, genau, richtig. Aus? Weiß ich nicht, bin ich ehrlich. Ah. Das ist wirklich schon ein bisschen her, diese Räuber-Hotzenplotz-Geschichte bei mir. Achso, ich muss hier hochdrehen, damit ich es befreit kriege. Ne? So. Oh, Anna. Ja. Jetzt habe ich die Kräuselung auf der anderen Seite mit angenäht. Mal gucken, ob man das sieht. Nee, sieht man nicht. Das ist auch gut, ne? Ja, habe ich überhaupt nicht mit angenäht. Nicht. Hättest du das mal jetzt. Wir gehen noch mal eine halbe Minute zu mir. Genau. Guck mal hier, das habe ich gemacht. Hier habe ich sozusagen beim Drübernähen habe ich hier ein Stückchen mit weggenommen. Sieht man aber von vorne gar nicht. Also? Bleibt das jetzt so. Das gehört so. Das soll so. Doch, das sieht man doch. Guck mal hier, da. Ja, warte mal. Sieht man nicht? Guck mal, wenn es hängt. Nee, da sieht man das nicht. Machen wir das wieder auf oder machen wir das nicht auf? Also du hast einen ganz schönen Haken da. Ja, genau. Ne? Ah. Genau. Ich mach's wieder auf. Hätte sie jemanden eingeladen, der nähen kann, ne? Dann wäre das total spitze gewesen. Ja, so trennen wir heute halt mal so ein bisschen. Genau. Können ja mal reinschreiben, live was wir noch so alle, genau. Was trennen wir denn? Wovon trennen wir uns denn heute nochmal? Wir trennen ja auch Müll. Genau. Also. Annette schreibt übrigens auch, ist wie bei ihr.
Finde ich super, Annette, danke. Das baut mich ein bisschen auf. Das Gute ist, es ist ja wirklich nicht viel zum Auftrennen, was man dann hat. Das sind ja nur die paar Falten, die man voneinander befreien muss. Wenn das so einfach wäre mit dem realen Leben, ne? Hier ein bisschen getrennt, da eine Falte weg und fertig. Ja, das ist dann manchmal einfach so, ne? Ich nähe dann das dritte Mal das Stückchen Kragen an. Das ist auch wirklich fest an einigen Stellen dann. Ja, sicher ist sicher, weil da muss ja dann der Kopf dann da durch. Und das wäre ja blöd, wenn vorne alles aufreißt. Richtig, so. Das es Gefühl, ist du lachst mich einfach so. Und das Schlimme ist, ich habe es da gemacht, wo ich eben noch mal kurz was so ein bisschen nebenbei begradigen wollte, was gar nicht notwendig war. Dann wäre das alles gar nicht passiert. Mal eben noch mal. Nur mal eben kurz. Wir haben ja gerade drüber gesprochen. Ne? Ja. Ja, so ist es tatsächlich. Aber ist schon abgefahren, ne? Was so alles passiert. Was man so alles, obwohl man diese Schnittmuster schon 298 Millionen Milliarden Mal genäht hat, trotzdem noch an Kinken einbauen kann. Ja. So. Der Vorführeffekt im wahrsten Sinne des Wortes. So, jetzt ist es aber fest. Zack, zack. Abgeschnitten, abgeschnitten, fertig. So, et voilà. Guck mal hier, du kannst doch auch weg, du kleines Schlawinerband. Mein Stuhl rutscht immer weg. So wird das auch nichts hier. So, und jetzt kommt die eigentliche Paradedisziplin, nämlich den Kragen auf der Innenseite feststecken und von außen festnähen, ohne dass man die Innenseite sieht. Man hat ja hier schon diese, ich habe das wieder falsch liegen, richtig? Man hat ja hier dieses umgebügelte sozusagen. Jetzt steckt man hier die Ecke mit rein, damit das hier umfasst wird. Und jetzt, zack, kommt das da rein und jetzt muss man das sich so feststecken. Ich glaube, du musst es noch mal mehr in die Mitte legen. Ja. Und jetzt ist die Kamera auch drauf. So. Und jetzt klappt man das hier ein und muss das den ganzen Weg runter feststecken. Und ich habe dafür irgendwo in meinem ganzen Wust so Stecknadeln für besonders feine Stoffe. Die sind besonders dünn. Und stecke das dann hier einfach fest, damit ich, wenn ich dann nachher drüber nähe, mit so einem Knappkantenfuß tatsächlich auch die Innenseite perfekt erwische. Damit bin ich jetzt ein bisschen beschäftigt, Anna, falls du nochmal was zu erzählen hättest. Vielleicht hat da auch jemand... Ja, hier, es wird gerade nämlich, deswegen das passt ganz gut, die Sendung verlängert sich um 30 Minuten, weil die Bluse erstmal in die Ecke gepfeffert wird. Ja, nachfolgende so. Projekte können sich holt euch wirklich ein Säckchen oder sowas, lehnt euch zurück, holt euch einen Kaffee, wir müssen ja nicht immer hier zum Alkohol trinken anstiften oder sowas, sondern holt euch einfach was euch glücklich macht, ein paar Kekse, Schokolade. Schokolade hilft vielen Dingen auch, aber dann bitte das Nähzeug woanders hin. Und leg bitte nicht davon berichten, ich brauche auch gleich Schokolade. Kriegst du. Ich habe auch Schokolade gekriegt, die habe ich schon gesichert. Hast du schon eins probiert? Nein, habe ich mich nicht getraut, vom Frühstück isst man kein Süßes. Okay. So. Und die Ursula schreibt gerade, ich schaue euch zum ersten Mal zu und bin begeistert von euch. So eine Harmonie und Ruhe habe ich noch nicht erlebt. Bitte weiter so. Vielen, vielen Dank. Das ist echt auch immer ein tolles Feedback. Ein paar andere haben eben auch schon geschrieben, dass sie sich sehr gut von uns unterhalten fühlen. Das freut mich sowieso, aber auch die Gäste immer, weil ich weiß, wie nervös ihr immer seid, wenn ihr hier bei mir ankommt. Aber ist eigentlich weg, oder? Es ist weg, weil man ja keinen sieht. Also es sitzt ja kein Publikum vor einem, die einem auf die Finger gucken. Du weißt jetzt schon, wie ich auch bin. Nicht. Genau. Große Kunst ist es ja auch, über sich selber lachen zu können zum Notfall. Ne? Also von daher, ja. Nicole räumt ihr Büro gerade auf. Guck. Siehst du? So. Das letzte Mal habe ich sauber gemacht, als ich dir zugeguckt habe nebenbei. Ja. Also man kann vielfältig mit uns die Zeit verbringen. Wir hatten ja auch schon mal jemanden, die schrieb, dass sie im Stall ist. Weil ich ehrlich gesagt schon wieder vergessen habe, ob es jetzt der Kuhstall gewesen war zum Ausmisten oder sowas oder der Pferdestall oder sowas. Aber sie war im Stall. Ja. Und an den unterschiedlichsten Dingen kann man tatsächlich hören. Deswegen also nicht nur jetzt live, sondern später eben auch als Podcast. Und selbst wenn man dann nicht gerade sieht, was du hier tust, mit unserem ganzen Gequassel kann man das aber, glaube ich, auch ganz gut. Vernäht versteht jeder. Ja, und deine geheimsten Geheimnisse, die machst du ja hier auch, gibst du uns ja auch preis und da kann man ja auch mal wieder was dazu nehmen. Die geheimsten Geheimnisse. Genau, Nicole schreibt auch, und ihr lernt da draußen halt auch die Schnittdesigner ein bisschen besser kennen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal ist es so, dass man so ein gewisses Bild von jemandem hat, weil man sieht irgendwie den Stil der Schnittmuster oder sowas und
dann trifft man die Leute das erste Mal oder hört sie dann auch reden. Jetzt zu Instagram-Zeiten mit ganzen Storys und so weiter ist das ein bisschen abgeflacht. Da lernt man die schon eher kennen. Aber ich weiß ja, das allererste Mal, wen hat sie gekocht? Dani von Schnittgeflüster dann tatsächlich auch oder sowas. Das war schon so, oh, wie sie spricht und wie man sich dann auch bewegt und so. Das finde ich auch immer echt spannend. Und es ist bis jetzt eigentlich auch immer so gewesen, dass tolle Nähgeheimnisse irgendwie gelüftet worden sind. Und jeder macht ja alles irgendwie ein bisschen anders. Und das ist echt schön. Ja, und wie gesagt, das sind, ich glaube, man darf ja auch nicht vergessen, das ist wirklich alles keine Haute-Couture-Schneiderei. Und es muss ja auch so ein Schnitt nachher werden, den auch wirklich jeder in irgendeiner Form nähen kann. Ich habe ja zu dem Nummer 6 Video, zu der Nummer 6 Bluse gibt es auch eine eigene Videoanleitung, die extrem unprofessionell ist. Wie ich immer so schön sage, von Dove für Dove, weil ich es ja auch nicht gelernt habe. Also es gibt da keine Fachbegriffe und gar nichts, sondern es ist, und das musst du jetzt hier so annähen. Und das kommt ganz gut an, weil, wie gesagt, wie viele von uns haben eben nicht wirklich nähen gelernt und haben aber trotzdem Lust, sich mal was Vernünftiges zu nähen in irgendeiner Form. Ja, und es kam auch so ein bisschen das Feedback jetzt wegen des Live-Solongs. Man hat nicht das Gefühl, dass man so alleine ist. Also wie oft ich höre, ich bin die Einzige in meinem Verwandten- und Bekannten- und Freundeskreis, die näht. Oder der Einzige auch. Es sind ja auch mittlerweile immer mehr Herren, die auch mit dabei sind. Ganz viele Männerbestellungen mittlerweile. Die keine, also es sind viele, manche sind ja Gutscheine, da weiß man dann, das ist jetzt nicht für die, sondern für ihre Frau. Aber ja, diverse männliche Kunden. Nein, man ist nicht allein. Oh. Ich muss gerade lachen, Entschuldigung, das hat vorher nichts zu tun. Ich wollte gerade einen Kommentar freigeben und Jonas hat dann gleichzeitig auch gerade einen Kommentar freigeben wollen und deswegen haben wir uns gerade etwas angelächelt. Das fällt ein bisschen hier in die Kategorie, viel hilft viel, viele Nadeln helfen viel, weil der muss ja jetzt auf der Innenseite tatsächlich auch überall, dass nicht diese ganzen kleinen Äckelchen hier alle wieder rausspringen. Das kontrolliere ich jetzt auch immer nochmal und ich würde jetzt hier noch eine Nadel reinstecken. Aber nicht die, sondern eine von den kleinen Güldenen, die jetzt schon in meinem Finger stecken. Man kann das übrige Ganze auch quer stecken. Das mache ich zum Beispiel ganz gerne, weil dann weiß ich, weil jetzt im Anschluss halt blind genäht wird, dass da, wo eine Stecknadel mit dieser Naht dann verläuft, auf der Rückseite auf jeden Fall auch noch Stoff ist. Das finde ich als Orientierung immer ganz gut, weil, wie gesagt, du nähst ja jetzt gleich auf der rechten Seite und wir lassen uns dann mal überraschen, wie es auf der linken dann aussieht. Nein, wir zeigen das nicht. Wir zeigen das genau. Das spielen wir eine Werbepause ein. Ja, das ist der erste Live-Solong mit Werbeunterbrechung. Genau. Also, Pinkelpause hatten wir letztes Mal. Ein bisschen aus wie ein kleiner Igel. Das sieht ehrlich gesagt als Stilelement auch ziemlich cool aus. Das ist auf jeden Fall wie so ein, du kannst auf jeden Fall auf irgendein Hardrock-Konzert damit gehen. Naja, aber jetzt mal ohne Witz. Es gibt doch bestimmt irgendwelche langen Nieten-Sachen, irgendwie sowas. Ihr kennt euch da draußen, dass man hier so. Oder man könnte so bestimmt so eine Applikation von. Die gibt es doch bestimmt auch in klein. Ja, oder weißt du, so ein Band, was so ein bisschen so ist, dass man das sozusagen, wenn man hier oben was blöd genäht hat, das soll ja vorkommen, dass man das mal falsch näht da oben, also mir würde das nicht passieren, aber anderen ja vielleicht, dass man das dann da drüber nähen kann, diese ganzen Bändchen etc. Und so könnte man seinen vernähten Fusch verdecken oder es damit ein bisschen aufrüschen. Ja. Aber ganz ehrlich, so diese Kombination mit dem Gold und diesem Anthrazit, das hat auch was. Das finde ich auch. So, Anna, dann näh doch mal eben den Kragen fest. Das kann ich gerne tun. Denk dran, dass du ein anderes Nähfüßchen nehmen wolltest. Genau, den Knappkantenfuß. Erstmal muss ich den mit brachialer Gewalt von der Nähmaschine reißen. Genau, einfach hinten runterdrücken. Also, dann kommst du da rein. Man kann da jetzt ganz hervorragend, das ist kein originaler Knappkantenfuß, aber einen Fuß nehmen sozusagen, mit dem man in der Ritze langfährt und er näht genau daneben. Es wäre dann in diesem Fall so rum, dass man eine ganz gerade Linie näht und trotzdem auf der Rückseite den Stoff mit erwischt. Ja, andersrum war schon richtig. Dann fängst du ja hier an zu nähen, ne? Ja, genau. Und dann so rum fährst du ja dann lang. Ich glaube Rot nicht. Ist vorne. Ja, ja, das habe ich. Also das ist jetzt hier ein Fuß, der eigentlich dafür gedacht ist, so einen Blindstich zu machen, einen Blindstichfuß. Oder damit kann man auch den Fake-Overlock-Stich dann machen, damit sich die Kanten nicht zusammenkräuseln. Dadurch, dass der in der Mitte aber ein bisschen rausragt,
kann man mit diesem rausragenden Etwas genau über diese Kante drüber fahren. Wir fangen das gleich auch mit der Kamera noch mal ein bisschen ein. Aber lass mich erst zurechtwursteln. Genau, erst zurechtwursteln und dann hat man tatsächlich immer den gleichen Abstand. Es gibt andere Maschinen, das ist dann mit so einem Metallfüßchen. Mach du mal da weiter, ich komme sofort wieder. Ja, aber jetzt bräuchte ich auch so eine Erhöhung hier für den Anfang. Liegt auch über dir in grau zusammengefuschelter Stoff. Ach genau, ich wollte gerade sagen. Die Hebamme, genau, sowas nehme ich ja auch immer. Wenn ich jetzt noch wüsste, da habe ich es. Ich nähe das mal ein Stück an, dass man das nachher besser in der Mitte sehen kann. Ja. So. Ich will ja mal hier den Fuß runter machen, das ist aber da auch nicht, also. Schaltet die automatisch scharf, die Kamera hier? So, ne? Warte, dahin, ne? Genau. Das hier ist jetzt so ein Originalkantenfuß. Mal eben schauen, wenn man das irgendwie eingefangen kriegt. Da sieht man das, dass da unten drunter, da das so eine Vertiefung hat. Eieiei. Genau. So, und diese Vertiefung, die läuft dann halt entsprechend in der Kante. Und dann läuft direkt dahinter die Nadel und dadurch kann man genau im Nahtschatten dann entsprechend nähen. Und der Fuß, den Nina jetzt da hat, der ist eigentlich nicht dafür gedacht. Man kann ihn aber trotzdem dafür benutzen. Leicht zweckentfremdet. Genau. Genau. Und jetzt kann man hier das Ganze auch tatsächlich... Kann man das sehen? Ist das ein bisschen schwarz auf schwarz? Ja, muss ich da so runterdrücken. Genau. So, dass man hier genau daneben näht und mit diesem roten Füßchen auf der Kante fährt, sozusagen. Das für Fortgeschrittene. Nein, eigentlich ist das ganz einfach. Eigentlich ist das wirklich nicht, das ist nicht schwer. Man muss nur einmal verstanden haben, wo der Schlitten fährt sozusagen und wo die Nadel näht. Wichtig ist halt tatsächlich, dass man richtig ordentlich vorgesteckt hat, damit einem auf der anderen Seite das nachher nicht wegflutscht. Die ersten Male sind tatsächlich echt ein bisschen schwierig und da hätte man wahrscheinlich noch viel mehr Nadeln stecken können. Wie du sagtest, viel hilft viel. Ja. Also ruhig alle 2 Zentimeter spätestens eine Nadel kann man auch machen, damit es einem nicht wegrutscht. Und trotzdem wundert man sich manchmal, warum es dann doch wieder weggeflutscht ist. Und solltest du nicht so einen Kantennähfuß oder ähnliches haben, dann such dir auf deinem Nähfuß einfach eine Position, an der du dich orientierst und dann bleibst du auch dort immer im gleichen Abstand. Und... Zum Notfall ist es auch am Ende ja die Innenseite. Wenn nicht alles so richtig gefasst ist, kann man da mit dem einen oder anderen gezielten Handstich das Ganze auch nochmal... Ach, du nähst auf der Innenseite? Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Nee, ich nähe auf der Außenseite. Ja, auf der Außenseite, genau. Genau. Da sehe ich das, da muss das schön sein. Da nähe ich. Ja. Ich glaube, fachgerecht ist es andersrum wahrscheinlich. Nee, es wird auf der rechten Seite dann genäht tatsächlich. Weil das ist ja wieder eine Naht, die außen zu sehen ist. Und dann... Wir könnten die Nadel da noch ein bisschen drin lassen, Anna. Aber anziehen möchte ich das dann tatsächlich nicht, zumal die auch nur nach oben zeigen. Also von außen sieht es hübsch aus. Jetzt müssen wir gucken, ob wir auf der Innenseite alles erwischt haben, was wir erwischen wollen. Hier ist es. Jetzt hat man hier aber immer mal so diese Ecke, wo sozusagen das... hier am Ende. Als ich gesabbelt habe, da hat es nicht gefasst. Ja, genau, habe ich dich wieder abgelenkt. Ja, ich habe ja geredet, nicht du. Also... Was man jetzt wirklich gut machen kann, weil eigentlich gehört es da ja hin, ich nähe tatsächlich auf der, da bin ich auch hochgekommen, da bin ich verrutscht, auf der gleichen Naht nochmal lang und ziehe mir das hier einfach dieses Stück runter und dann erwischt er das von der Innenseite auch und von außen sieht man es dann nämlich gar nicht. Und dann ist auch da die Innenseite angenäht. Wobei man das, wie gesagt, auch mit einem Handstich festnähen könnte und dann ribbelt einem das auch nicht mehr weg, also... So, jetzt muss ich nur wieder denken, warum ich das Ganze hier reinfüllen muss, damit ich da auch lang komme. So. Na, hier schreibt gerade eben, es gibt ja auch so lange Perlenröhrchen, ne? So lange Stäbchen. Die kann man da bestimmt auch drauf machen. Mit drauf machen, genau.
Und Diana schreibt, ich liebe die Bluse Nummer 6. Ich habe bereits 3 Stück davon im Kleiderschrank. Die Diana. Hallo, liebe Diana. Ja. Ich krieg's nicht raus, es muss für immer drin bleiben. Auch ein schönes Accessoire ist eine Nähmaschine an der Bluse. Ja, zum Gewicht heben. Bisschen schwer, genau. Mhm. So, guck mal, das nicht reinschneiden, beim Faden abschneiden. Von außen sieht man das gar nicht, dass ich da nochmal drüber genäht habe. Und von der Innenseite ist es jetzt mit angenäht. Kann man nicht sehen? Bisschen mehr in die Mitte nur. Jetzt. Außenseite sieht man das nicht. Hier kann man nochmal den Faden wegschneiden. Von der Innenseite ist es jetzt festgenäht. Und jetzt kann man der ganzen Bluse von innen noch eine Frisur geben, weil jetzt natürlich diese ganzen Fäden da sind. Aber erst ziehe ich jetzt diese Tonne an güldenen Nadeln daraus. Und dann kommt der enttäuschende Moment, wir sind fast fertig. Wir müssen nur noch einen Armabschluss annähen und einen Knopf. Fürchterlich, oder? Säumen musst du noch. Säumen muss ich noch, stimmt. Knöpfe machen wir übrigens heute nicht. Wir zeigen nur, was geht. Ah, apropos Knöpfe, ihr habt nämlich recherchiert. Wollte ich noch wie die heißen? Ja, tatsächlich. Uns aufschlauen. Und muss ich aber, glaube ich, nochmal gut zurückgehen. Wo war das denn? Wo war das denn? Da. Also, zu den Knöpfen. Die flachen werden 2- bzw. 4 Lochknöpfe genannt und der Knopfknopf wird Knopf... Heißt nicht Knopfknopf? Nein, der wird Knopf mit Steg genannt. Alles klar. Ach, so. Alles klar. Also genau andersrum als gedacht, ja? Ja. 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 Knopfknopf halt. Knopfknopf. So, und die Suse schreibt, es ist so schön menschlich, dass ihr auch Fehler macht. Ja, das passiert bei uns immer. Mindestens genauso häufig wie bei euch tatsächlich auch. Und es ist tatsächlich auch so, natürlich, wenn man etwas postet bei Instagram, dann postet man nicht die Seite auf dem Foto, wo eventuell das Karo nicht perfekt aufeinander passt, sondern man stellt es auch immer so dar, dass es natürlich am Ende passt. Und mir kann keiner erzählen, dass jeder immer alles perfekt näht. Das glaube ich nicht. Du schon? Natürlich. Ich habe einen Ruf zu verteidigen. Nein. Also, es geht auf jeden Fall mal was in die Hose. Und Nein. Zum Nähen gehört nun mal einfach auch das Trennen. Ja. Also für meine Näh-Tutorials macht das nicht so sonderlich viel Sinn, auch dann die Fehler zu zeigen und dann zum dritten Mal zeigen, wie man jetzt das Knopfloch genäht hat, dass es auch so ordentlich aussieht. Weil, also man kann da natürlich seine Events draus machen, klar, aber man soll es ja dann auch schon so sehen, dass es auch funktioniert. So, nicht der Kragen, in der Theorie. Genau, könnte jetzt nochmal eine Runde gebügelt werden. Möchtest du? Nein, das mache ich irgendwann anders. Aber ich muss ja hier auch noch die Seitennähte und so ausbügeln. Das kann sich, bügeln kann sich ja wahrscheinlich jeder vorstellen in irgendeiner Form. Ich klemme das hier. Ich habe eine Bluse, muss ich auch ehrlich gestehen, da habe ich immer noch keine Knöpfe angenäht. Die trage ich immer noch mit einer Stecknadel hinten drin. Ist auch sehr schön. Stecknadeln halten vieles zusammen, sage ich dir. So, und was man jetzt an den Ärmeln machen kann, ist, man könnte sowohl ein Strickbündchen annähen. Ich habe auch irgendwo Strickbündchen mitgebracht. Achso, man könnte auch Strickbündchen annehmen. Ich habe die Anna mitgebracht. Ich habe da mal was vorbereitet. Genau. Man kann unten Gummi einziehen. Man könnte sich eine Manschette annähen, wie auch immer man das möchte. Im Schnittmuster vorgesehen ist es eigentlich so, dass man sich ein Strickbündchen unten annäht. Und ich mag Strickbündchen auch gerne, weil ich bin so ein Ärmelhochschieber. Und das finde ich noch fast ein bisschen angenehmer, als einen Gummi unten anzunähen. Jo. Jetzt müsste ich die Entscheidung treffen, was ich annähen will, ne? Ja, es ist ja deine Bluse. Es ist ja meine Bluse, ne? Das könnte ich ja nochmal überlegen. Wie wollt ihr das denn haben? Geht um unten jetzt erstmal, ja, ne? Ja, geht um die Ärmel, die hier ja auch schon einmal... Ja. Schreibt doch mal unten in den Chat rein. Wollt ihr, dass die liebe Nina hier jetzt ein Strickbündchen annäht? Das wäre hier die Variante, die ich habe. Oder aber Tunnel mit Gummi war die andere Variante. Genau, ne? Diese hier. Genau. Wobei, ich muss trotzdem bügeln. Ich muss ja den Saum umbügeln. Das nützt ja nur alles nichts. Ne? Da kannst du ja schon mal den Saum umbügeln in der Zeit. Genau. Machen wir die Abstimmung. Ach ja, richtig. Das auch noch. Während die liebe Nina nämlich bügelt, kam gerade kurz, gleich bügelt, kam kurz aus dem... Mir ist das aus der Hose gefallen. Die ist also nicht nur aus der Hose gefallen, die ist dann aus der Halterung rausgefallen. Okay. Einer von uns ist ein Zappel-Philipp und das ist nicht Anna. So, bitteschön. Danke, schön, dass du mal wieder an meiner Hose warst. So, wir haben es ja auch schon wieder ein bisschen später. Nein, was ich sagen wollte war, das kam gerade aus dem
aus dem Off. Wenn euch dieser Livestream hier so gut gefällt, würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr dem Stream auch noch einen Daumen hoch gebt. Nicht im Chat, sondern oben auf das Daumen hoch drauf drückt. Wenn es euch nicht ganz so gut gefällt, dann drückt zweimal auf Daumen nach unten, dann ist das auch in Ordnung. Und ansonsten... Dann müssen wir damit leben, ne? Dann müssen wir damit leben und dann ist das auch völlig in Ordnung. Es kann nicht alles jedem gleich gut gefallen, aber es wäre schön, wenn ihr ein Däumchen noch verteilen tätet. Und in der Zeit, wie gesagt, könnt ihr mal reinschreiben. Also, wir haben hier Gummizug ohne Bündchen, Tunnel mit Gummi ohne Bündchen, Gummizug, Tunnel mit Gummi wäre schön, Tunnel mit Gummi bitte, Strickbündchen. Bitte mit Gummizug, Strickbündchen. Gummi, 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 Gummi. Gib Gummi, schon. Gib Gummi. Ich denke mal, du bist beim... Gummi. Im Moment noch beim Gummi. Und ihr hier schreibt mir kein Strickbündchen. Gesmoked. Ich mach mal eben gesmoked. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das ist eine schöne Idee tatsächlich. Ja. Die würde nur jetzt den Zeitrahmen tatsächlich sprengen. Das Nadeln pieken, wenn man reinfasst. Ah, warum zeigst du mir sowas? Entschuldigung. Ist aber auch eine feine Nadel, tut dann auch nicht so doll weh wie so eine grobe. Ja. Wie so eine zum Beispiel. Wie, das wird ja deine Bluse, ne? Ja. Bist du mit Gummelzug? Gummizug unten. Ja, ich kann mit einem Gummizug leben, weil ich auch die Bluse ja extra eigentlich dafür verlängert hatte, damit es dann, ja, dann auch am Ende passt. So muss ich nicht noch mehr abschneiden. So. Die Saumzugabe ist im Schnittmuster übrigens auch enthalten und auch eingezeichnet. Da sind überall Knipse für die Saum- und Nahtzugaben. Die sind so komisch an der Seite markiert, sodass man das eigentlich auch sieht, dass es 3 cm sind. Ich bin kein Freund vom doppelten Einschlag. Auch das ist jetzt ein Geheimnis, was ich lüfte, wobei das habe ich schon ein paar Mal erzählt, weil ich finde, dass es so ein dicker Saum dann unten ist und oft so Hula-Hoop-mäßig aussieht. Und deswegen, es verzieht sich unfassbar schnell und sehr gerne. Und deswegen mache ich immer nur einen einfachen. Ich versäuber die untere Kante und ich schlage es einmal ein und dann habe ich den Saum. Jetzt kam gerade ein Kommentar rein von Nadelgeklapper. Das Kettenhemd und der Kragen ist genäht. Oh. Ein Kettenhemd? Ja. Du weißt Bescheid? Nein. Nein? Ach so, doch, ich glaube, ja. Doch, ich glaube, es kommt so lang. Ja, genau. Du hast Kettenhemd gesagt? Mhm. Hör ich dir gar nicht zu, ne? Nee, du hörst mir gar nicht zu. Ach, Anna, du hörst mir nicht zu. Hätte so schön sein können mit uns. Ja, sorry. Würdest du mir mal zuhören? Was? Wer bist du? So, das ist ja ein bisschen müselige Arbeit hier, ja, so auch, ne? Dann habe ich ja gestern noch von dir erfahren, dass wir uns dieses Jahr gar nicht auf der H&H ein können. Nee, die Nina geht nähen, ist egoistisch und fährt nach Dänemark zu meiner Freundin zum Nähen. Ja. Sonst, das hört sich ja mal so ein bisschen doof an, es trügt ja immer so ein bisschen der Schein, also so viel zum Nähen kommt man ja tatsächlich nicht, wie man das gerne möchte, zumal nicht zu dem Nähen, was so das Spaßnähen ist. Viele Sachen sind halt, die man näht, weil man sie posten muss, die man eben mal schnell näht, nachts, wann auch immer. Und auf so einem Näh-Event, wo wir wieder bei den Näh-Events sind, kann man einfach mal... Da ist man nur dafür da. Man macht nicht nebenbei nochmal eben die Wäsche, man muss kein Mittagessen kochen, man geht der einfach Hund muss nicht raus. Nix, genau. Der Mann nicht auf den Schoß. Richtig. Und Mann, sämtliche Vorurteile nochmal. Aber das ist tatsächlich so. Also das, die Nähwochenenden sind echt schön, auch wenn ich jetzt, also wenn ich von meinen wieder rede, ja, schon wieder, ja, auch wenn ich selber nicht nähe, aber ich nehme da trotzdem auch immer so viel mit von den Kursteilnehmern dann auch tatsächlich. Und man sitzt da einfach nur, und das ist auch wirklich das Feedback, endlich habe ich mal Zeit. Und ich glaube, im allerersten Durchgang war eine, die hat sich einen ganzen Korb mit Ufos nur mitgebracht. Ja. Einfach mal in Ruhe die Sachen zu Ende nähen, was man sonst so... Ja, und auch wirklich mal so Sachen, wo man vielleicht auch mal die Hilfe von jemand anders dann in Anspruch nehmen kann, weil der das einfach in irgendeiner Form vielleicht schon kann. Für mich ist das ganz cool. Ich habe ja auch schon 2 Näh-Events gemacht mit Kira von The Couture zusammen. Dass man zu seinen Kunden ein Gesicht bekommt. Mhm, also genau, in diesem Online-Business, also sicherlich sieht man auch Leute auf Instagram, nicht alle posten, aber immer was. Und das sind auch wirklich, wir schreiben ja auch immer noch zu jedem eine persönliche Karte dazu. Und wenn man ein Gesicht dazu hat, dann ist das Ganze nochmal gleich eine Runde cooler. Und man fühlt sich auch ganz anders verbunden. Und ja, ja, das ist schon, dieses Bügeleisen will immer umfallen. Das, ja, boykottiert das, die Mitarbeit. Ja.
Denk dran, dass du jetzt auf einen anderen Fuß vielleicht noch wechselst. Ja. Sonst mir ist jetzt das mit dem bisschen blöder. Da kann ich gleich neben der Naht nähen, so ungefähr. Ja, genau. So, das da wieder reingebastelt. Das mache ich ja bei Pfaff auch, ne? Diese kleinen Schatullen und Ecken, wo man immer die ganzen Füße alle reintun kann. Das ist übrigens der einzige Minuspunkt, den ich bei meiner Janome-Maschine habe. Es gibt nur dieses riesengroße, wo habe ich es denn hingelegt? Dieses Riesenteil, wo alles drin ist. Und es gibt nicht mal eben das kleine Kästchen, wo ich einen anderen Unterspul-Dings habe oder wo die Nähfüße drin sind. Genau. Aber nur dieses Riesenteil. Und die Maschine selber ist schon so unfassbar schwer. Und dann das auch noch. Und naja, gut. Jammern auf höchstem Niveau auf jeden Fall. Aber ich finde, das sind ja so Sachen, dass wenn eigentlich müsste das Standard sein für solche praktischen Maschinen, dass die auch solche praktischen Fächer haben. Verstehe ich ja bis heute nicht, warum das nicht so ist. Die Maschine hat, glaube ich, gerade mal Nadel gefressen. Ich wollte gerade sagen, bist du richtig? Das hörte sich nach der Nadel an. Ist draußen? Ja, ich glaube ja. Ich glaube ja. Sie liegt da hinten auf jeden Fall und vielleicht sind... Na, dann gucken wir mal. Was da so passiert. Nein, ich glaube, das ist... Tonja schreibt, ich werde heute bekocht, damit ich ohne Unterbrechung nähen kann. Ach, oh Gott, Tonja, großartig. Hast du das gut. Sehr, sehr gut. Ich glaube, es ist ausgefallen, die Abstimmung, dass du das mit Gummibund, Gummizug machst. Ja, mache ich wohl eine Gummizuggeschichte. Ja. Ist dann wohl so. Ich arme. Du kannst ja auch einfach sagen, nö. Mach ich nicht. Mach ich nicht. Auch die Minderheiten müssen gehört werden. Land. Zack. Zum Notfall werfe ich mich per Wutanfall auf den Boden. Ich will aber... So viel Platz hast du ja aber nicht zum Werfen. Das verdammt. Ist dir schon bewusst. Muss mal gucken, ob du dich dann so... Pseudomäßig. Ja. Ich orientiere mich ja bei diesen Saumnähgeschichten immer an diesen Markierungen, die sozusagen auf der... auf den... Stichplatte? Stichplatten. Ich wollte immer Schneideplatte sagen, wusste aber, dass das falsch ist. Dass da, man kann ja auch diese Abstandshalter sich an den Fuß schrauben, um das dann genau zu haben. Aber ich finde, mit dieser Tatsache, dass man es da so 1A rüberschieben kann, läuft es auch ganz gut. Ja, manche kleben sich an Washi-Tape oder genau. Sowas da noch hin. Genau. Oder diese Magnete für nicht elektronische Maschinen kann man ja auch da drauf klippen. Ja. Jetzt raus, damit die Maschine die nicht. Maler frisch. Schreibt, bitte näht mal wieder zusammen. Ich glaube, das kriegt man hin. Ob ihr nun da live dabei seid, ist die andere Frage. Ich habe schon überlegt, das ist der 24. Live-So-Long jetzt tatsächlich. Das ist der Hammer. Das ist unfassbar, wie viel er in der Zwischenzeit schon dazugekommen ist. Hast du Puscheln am Mund schon? Ja, ja, vielleicht sollte ich gleich nochmal was trinken. und ich habe auch schon mal überlegt, ob man nicht irgendwie was so eine Art Klassentreffen dann macht oder sowas, wo mehrere dann tatsächlich nähen oder irgendwie sowas, dass man wieder was macht. Oder, so oder eine der Abstimmung. Eine muss den Schnitt vom anderen nähen. Ja, und umgekehrt, ne? Ja. Das ist ja wie heißt, es gibt doch hier auch diese... Frauentausch. Nicht Frauentausch, Schnittmustertausch. Wie heißt denn das? Nicht Sing My Song, doch heißt das Sing My ja, Song? Genau. Die dann von dem anderen alle genau. Die Lieder... Ohne Anleitung. Ohne. So, zack. Gucken wir mal, was draus wird. Das ist auch eine schöne Idee. Und aus vorgegebenem Stoff. Ja. Ach, da kann man. An dem Tag kann ich nicht. Welcher Tag ist das denn? Egal, ich kann da nicht. Da kann ich nicht. Genau. Nee, aber, ach, es gibt so viele Ideen. Wie gesagt, beim nächsten Mal im März, ich hoffe, dass das so funktioniert wie gedacht, gibt es halt ein Live-So-Long ohne Sew, wo wir über die Scheren sprechen. Das habe ich ja schon eben einmal angekündigt. Im April gibt es Anfang April ein Live-So-Long, da nähen wir ganz ohne Schnittmuster. Ist auch eine schöne Sache, da möchte ich aber auch noch nichts zu verraten, das wird total witzig. Ganz sicher, das weiß ich jetzt schon, dass das lustig wird. Und dann im Mai kann ich auch noch nichts zu verraten, aber das ist so erstmal das, was jetzt so ein bisschen steht.
wo ihr euch auch drauf freuen könnt. Und nochmal die Wiederholung, wenn ihr das zum ersten Mal hier sehen solltet. In der Regel gibt es vor dem Live-Salon eine Woche lang die Möglichkeit, das Schnittmuster, was hier genäht wird, sich auf meiner Website kostenlos herunterzuladen. Macht jetzt bei dem Scheren-Salon nicht so sonderlich viel Sinn. Und im April, wie gesagt, ohne Schnittmuster macht das dann auch keinen Sinn. Aber sonst könnt ihr euch das immer vorher runterladen, sofern ihr euch vorher auf meiner Homepage registriert habt. So, alles registriert. Ärmel einnähen. Also, kommt ja so ein bisschen darauf an, wie breit das Gummi ist, was man nachher einziehen möchte. Meins habe ich ja trotzdem mitgebracht, auch wenn ich viel lieber ein Strickbündchen gehabt hätte. Du kannst das ja bestimmt. Nein, ich mache das. 1,5 Zentimeter. Also sollte der Tunnel, der am Ende dabei übrig bleibt, auch mindestens 1,5 Zentimeter sein. Ich persönlich finde es aber auch ganz nett, wenn das sozusagen ein bisschen mehr Platz ist. Könnt ihr das sehen? Ich würde das jetzt so umnähen, dass ich also mindestens 2,5 Zentimeter habe, wo ich nachher auch das Gummi durchziehen kann, um vielleicht auch so ein bisschen so diesen Rüsch-Effekt da unten zu haben, dass das nicht so zusammengezurrt aussieht. Dafür drehe ich mir die Bluse auf links und bügel das dann da nochmal um. Schade, dass die eine Stelle, die ich abgeschnitten habe, jetzt nicht versäubert ist. Aber das kann ich ja noch im Nachgang tun, ne? Das läuft mir ja nicht weg, zum Glück. Ribbelt mir höchstens weg. Du könntest ja jetzt über die Stelle noch mit dem Zickzackstich eben drüber gehen oder in Schönheit sterben. In Schönheit sterben. Gut. Nähen Impossible ist eine schöne Idee für die Sendung und hier gerade war eben auch So My Schnitt. Ja, genau. Ja. Klammer da. Kommt her, ihr kleinen Süßen. Das finde ich ist gar nicht, eigentlich ist das gar nicht so eine schlechte Idee. Nee. Wäre nur eine sehr voluminös umfangreiche Geschichte. Da müssten wir tatsächlich mit Werbeunterbrechungen arbeiten, damit man zwischendurch mal aufs Klo gehen kann. Weil jetzt haben wir gleich 1:30, das ist jetzt schon so langsam an der Pipi-Grenze. Fällt mir vor Schreck gleich die Klammer aus der Hand. So, grundsätzlich ist ja auch die Frage, wer hat eigentlich das Handmaß versteckt? Ich war es natürlich. Genau. So, wenn ich nachher 2 Zentimeter habe, bin ich mit 4 Zentimeter ein bisschen zu großzügig gewesen, nehme ich mir 3 Zentimeter, dann habe ich 1 Zentimeter, auf dem ich rumnähen kann. Zack, ist immer noch 4 Zentimeter, wie gleich kleiner mein Stück hier, egal wie doll ich dran ziehe, ist ein ja, Wunderstoff. Ja, das ist dieser komische Wunderärmel, da genau. War ja eben schon zu viel, jetzt ist zu wenig. Genau, ach, so, 3 Zentimeter, zack, 3 Zentimeter, zack, die Mitte auch einmal angesteckt. Und dann ist ja auch die Frage, ob wir bei beiden Ärmeln noch live dabei sein müssen, wenn es jetzt zu lange wird. Der andere Ärmel wird ja ergo genauso gemacht. Der wird genauso gemacht. Und ja. Dann wir haben ja auch schon entschieden, wir zeigen nicht noch, wie die Knöpfe angenäht werden. Das kann jeder machen, wie er möchte. Ob Steg oder Knopf-Knopf? Nee, der Steg war Knopf-Knopf. Nee, ich weiß. Ob Steg oder zwei... Loch und vier Loch. Vier Loch-Knopf. Genau. Eieieiei. Genau. Weil die Ärzten verabschieden sich ja auch gerade schon zum Mittagessen. Das ist so gemein, dass ihr das schreit. So langsam knurrt einem dann der Magen. Aber für dich gibt es ja auch gleich noch was. Was? Ich bleib hier wohnen. Ich kann euch nur raten, Schnittmuster herzustellen und hier auch mal eingeladen zu werden. Das ist durchaus ein sehr lohnendes Ereignis. Also. Ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Freut mich, dass du dich gut aufgehoben fühlst bei uns. Ja, sehr. In unserer Familie. Sehr, sehr, sehr. Also. Wir hätten übrigens tatsächlich die ganze Nacht noch durchquatschen können, wenn man uns gelassen hätte. Wir waren aber vernünftig und sind um 1:30 ins Bett gegangen. Das klappe ich hier so weg, Anna, kann ich das ganz abmachen, ja, damit nach ich oben. Mal nach oben ziehen? Ach, ja. Ich habe mich nicht getraut, nicht, dass ich noch was kaputt mache hier in zu guter Letzt. So, ich nähe das jetzt zum großen Teil zu, lasse eine Öffnung und dann überlege ich mir individuell, ohne dass es dazu eine Angabe gibt, wie eng ich das Ganze an meinem Arm haben möchte. Finde meinen Nähfuß wieder, um dann das Gummi da einzuziehen. Bettina schreibt, alles zusammengenäht, Kragen und Säumen fehlt noch. Da ich aber keine Geduld mehr habe, flutschige Viskose, mache ich später weiter. Völlig in Ordnung. Das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Über manche Dinge, die muss man einfach wirklich zur Seite gelegt haben, damit sie am Ende auch gut werden ja, können. Ja, das stimmt. Und es macht also überhaupt keinen Sinn, zwischendurch
über den Punkt der Konzentration hinweg zu arbeiten. Ja. Das geht nur nach hinten los. Und gerade so Viskose wieder auftrennen, das... Oh, das wobei, es gibt ja auch diese... Mensch, wie heißen die denn? So diese Klebebänder, die man die so beidseitig kleben, dass wenn einem sozusagen der Kragen immer wieder wegflutscht, dass man das gar nicht mit Nadeln macht, sondern dass man mit diesem, festkleben, dass man es festklebt und es Wonder gibt Tape, die Wonder Tape heißt es. Das eine und das andere, das eine wäscht sich nämlich auch wieder raus. Genau, das ist dann und das ist dann nur einmal kurz angebügelt, glaube ich sogar. Genau, richtig. Und dann hält das da nämlich. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht alles zunähe und gleich kein Gummi mehr einziehen kann. Das wäre ein bisschen blöd, ne? So. Ey, oben bleib mir. Ich wollte die Nähmaschine beißen. So. Zacki. Jetzt hat man ja sozusagen erstmal nur dieses, glaub, das musst du jetzt hier nochmal dahin legen. Genau. Stylefix ist das andere. Stylefix, genau. So Dank. Heißt es, genau. Hexenspucke kann man gar nicht sehen. Auch, kann man auch machen, genau. Das ist einfach nur jetzt die Breite und jetzt nimmt man sich das Gummi und überlegt sich, wie breit das Ganze sein möchte und macht es noch ein bisschen weiter, also nicht, dass es auf Vollspannung steht, weil sonst zack. Bindet man sich den Arm ab, wenn man es hochschubbern möchte. Genau, genau. Und ich trage meine Bluse ja gerne hier, also bis dahin muss es gehen und dann hat man noch den Stoff dazwischen, also ich gebe mir dann immer noch mal 2 Finger breit dazu und schneide es dann da erst ab. Also zack. Das sind jetzt, um mal so ein Anhaltsmaß zu haben, 24 Zentimeter, 24 und ein bisschen. Und damit die andere Seite genauso breit wird, schneide ich mir direkt noch das zweite Stück ab. Zack. Ute schreibt gerade, ein Abendkleid steht mir bevor. Das wird auch ein Teil für mehrere Tage zum Nähen. Wird mein erstes. Ja, Daumen sind gedrückt. Genau, wollte gerade sagen. Hast du schon mal ein Hochzeitskleid genäht? Nein, habe ich noch nicht. Ich habe, wie gesagt, das, glaube ich, das umfangreichste... Was ist denn das umfangreichste Kleid, was ich glaube, so ein umfangreiches Kleid habe ich noch gar nicht genäht. Ich glaube, es ist immer die Bluse Nummer 6 als Kleid gewesen. Und die, da näht man ja nicht mehr dran als an der Bluse. Ist ja nur ein bisschen der Saum weiter unten quasi. Ja, ist nur links und rechts die Seitennähte, genau. Dauert ein bisschen länger. Aber Anna, hast du hier irgendwo eine Sicherheitsnadel zum Reinziehen? Auch das? Da oben, ich sehe es schon. Ja, nein, tiefer, guck mal hier. Da. Ach, bitte schön. Muchas gracias, señor. Alter. Jetzt kann ich den Nada sagen, ne? Den Nada kannst du sagen. So. Wir machen nur eine Seite fertig, ne? Anna, ist das zeitmäßig? Ja, ich glaube, das ist, genau, das ist für alle, glaube ich, ganz gut. Prinzip ist ja bekannt, zweite Ärmel dann genauso. Genau. So. Und dann hast du es ja auch in allen Einzelheiten vorgetanzt. Vorgetanzt. Dein Schnittmuster. Genau, wie gesagt, es sind bei mir einfach die Papierschnittmuster, die haben es mir angetan. Ich habe das viel lieber, wenn ich direkt ausschneiden muss. Ich hasse Kleben, ich hasse Abpausen, all solche Sachen, weswegen ich das habe. Ja, und man hat irgendwie, man hat die Genauigkeit ja auch viel mehr bei so einem Schnittmuster, wenn der einfach fertig ausgeplottet zu einem kommt. Ja. Hier nochmal der Hinweis, das Papierschnittmuster zur Bluse Nummer 6 gibt es im Shop von unidesign.com heute mit 10% Rabatt mit dem Rabattcode LSA10. 10. Life Sew Along. LSA10. Nur noch heute. Früher, in meinem früheren Leben, gab es die LZA, das war die Lichtzeichenanlage. Da kommt die Polizistin wieder mit dir durch. Genau. Das ist korrekt, ja. Man könnte aus LSA auch Lichtsignalanlage machen, aber da würde sich mein Chef, mein ehemaliger, der heute übrigens Geburtstag hat. Happy Birthday. Genau. Willst du den Tisch wieder reinpacken da? Nö, oder das mache ich jetzt ohne. Gut. Da muss man auch mal spontan sein. Ne? So. Zack. So, zack, unten. Zack, und Gummi unten. Wird jetzt geschlossen und... Genau, dann wird die restliche... Ah, hier wollen wir... Das kann man auch mit dem Zickzackstich machen, genau, oder aber mit dem Wabenstich oder wie auch immer. Da gibt es die unterschiedlichsten Varianten. Mir war es unangenehm, dass ich nicht wusste, wie ich den Zickzackstich hier einstelle. Deswegen habe ich lieber einfach mal... Habe ich dir das gesagt? Ja, geh für gerade und geh für Zickzack. Ja. Nur oben das Rädchen. Ach, das wäre es, genau. Das wäre es gewesen. Das wäre ihr Preis gewesen. Nein, alles gut. Genau, so. Es gibt kein Z auf der Maschine für Zickzack. Deswegen geh für Zickzack. Geh für Zickzack. Wer weiß es nicht? Logische Schlussfolgerung. Das lernt man noch vor dem ersten Zuschnitt. So, jetzt haben wir keine Knöpfe und auf einer Seite aber
Machst du das Loch dann noch zu? Das mache ich dann noch zu, genau. Sehr cool. Ich wollte jetzt einmal hinhalten. Wie ich das Loch zunähe, dachte ich, das kriegen wahrscheinlich alle auch alleine hin. Bitteschön. Genau. So. Jetzt hat sich das hier schon weggetümmelt. So. So sieht dann am Ende, da muss ich es hinlegen, ne? Der Armabschluss aus. Auf der Seite muss ich es noch irgendwo zunehmen. Hier fehlt noch irgendwo ein Stückchen Naht. Das sieht man bei Schwarz wirklich gar nicht. Ich nähe ab sofort nur noch Schwarz. Nee, hier ist es auch. Deswegen steht das hier so hoch. So. Hätte man vielleicht sogar ein bisschen mehr raffen können. Aber wie gesagt, ich bin ja diejenige, die es immer hochzieht. Genau. Bevor du dann da abmachst. Also was man machen könnte, wäre tatsächlich zu smoken. Die Idee kam ja dann auch auf. Dann würde man mehrere Reihen mit Hutgummi darüber gehen. Und Hutgummi, das hat den großen Vorteil, das bindet auch den Arm nicht so schnell. Das stimmt. Wobei das über längere Zeitraum auch ein lustiges Muster manchmal auch das macht. Ja, also. Das stimmt. So. Jetzt müsste man eigentlich noch die ganzen Nähte ausbügeln, aber genau. Machen wir später, mache ich später. Bluse Nummer 6 ist zu 7/8 fertig. Ich glaube, so noch ein besseres Verhältnis, oder? Zack. Zack, soll ich mich mal hinstellen? Ja, vor allem möchte ich mich mal daneben stellen, um zu zeigen, wie groß du denn eigentlich bist. Sieht die Anna oder nur bei mir die Brust? Jetzt gleich. Es ist so krass, ne? Weil wenn wir sitzen, sind wir gleich groß. Das ist total witzig, aber dann steht dieser Riese hier neben mir. So, bitteschön, dein... Mein Blüschen. Weswegen auch meine Schnittmuster nicht italienisch, sondern norddeutsch sind. Genau. Also, das wird, glaube ich, ganz gut, ne? Also, bisschen bügeln noch. Applaus. So, dann setze ich mich wieder hin. Ach, ja. Dann komme ich wieder runter hier. Sehr schön. Wahnsinn. Anna, das war sehr schön. Das hat viel Spaß gemacht. Du bist ja noch nicht weg, Gott sei Dank. Da können wir gleich noch ein bisschen weiter quatschen. Oder stimmt. Du nähst einfach weiter, je nachdem, wonach dir das ist. Ich hole dich dann in 3 Stunden mit dem Kaffee wieder ab. Genau, nein. Nein, sehr cool. Ja, das ist es schon gewesen, tatsächlich. Ja. Jetzt hat man sich so lange drauf gefreut und dann ist es auch schon wieder vorbei, wie immer. Ich bin trotzdem froh, dass das alles einigermaßen geklappt hat, ich mich nur zweimal beim Kragen vernäht habe. Was habe ich noch gemacht? Irgendwas habe ich noch gemacht. Irgendwas war noch. Genau. Das haben wir schon alles wieder vergessen. Mein Ärmel. Den eingekürzten Ärmel, richtig, genau. Also. So ist das manchmal. Ja. Oh. Ihr Lieben, wer von euch mitgenäht hat oder auch noch in Zukunft mitnähen wird, da würden wir uns, wie gesagt, sehr darüber freuen, wenn ihr uns die Bilder in irgendeiner Art und Weise zeigen könntet. Am besten geht wirklich, genau, gehashtaggt am besten tatsächlich über Instagram. Wenn du nicht auf Instagram bist, macht das natürlich auch keinen Sinn. Aber da hat jeder dann auch die Möglichkeit, sich das anzugucken, was die anderen hier auch mitgenäht haben. Hashtag LiveSoLong, Hashtag UniDesignSchnitt. Genau, Hashtag einfach nähen oder wie auch immer. Irgendwie werden wir euch finden. UniDesign mit vertecken, mich mit verlinken und dann sind wir schon gespannt, was gleich passieren wird. Das wird cool. Denkt dran, wenn ihr Stoffe kaufen wollt, Papierschnittmuster oder, gibt es den Rabattcode heute bei Lichtsignalanlage 10. LSA 10. Genau. Ich werde es nie wieder vergessen. Das, der Ampel, die der Ampelshow. Genau. Wir sind jetzt die Ampelshow. Und da findet ihr auf jeden Fall auch noch einiges. Du hast noch ein paar Schnittmuster in petto, die jetzt demnächst auch irgendwann kommen sollen. Oh ja, diverseste. Kannst du schon was verraten? Als nächstes wird ein Rock kommen. Das ist der schon ziemlich fertig. Und einige haben mich neulich schon bei Insta auf meine Bluse angesprochen, die ich da anhatte. Ah, und der Pullover von gestern Abend. Und der Pullover von gestern Abend wird auch kommen. Nein, alles gut. Okay. Alles gut. Das wird alles kommen. Also sind so einige Sachen in der Mache. Und ja, in unterschiedlichen Versionen. Also tatsächlich auch, dass es nicht nur basic ist, sondern auch ein bisschen modisch und ein bisschen wandelbar und miteinander kombinierbar. Also es wird auch sowas geben wie eine Kollektion, wo es obere und untere Teile gibt, die aber alle irgendwie miteinander zusammenpassen. Also, aber so ein Schnittmuster zu machen, ist gar nicht so einfach. Ich kann es ja sowieso nicht. Ich bin da immer auf andere angewiesen, weil am Ende zeichnet Ingrid das. Die kann das, ich kann das nicht. Dann hat jeder noch so seine Idee dazu, damit es am Ende auch so wird, dass es auch passt. Und dann stellt man auch fest, manchmal sind Ideen doof und dann wird dann nochmal wieder geändert. Und ja. Und wenn du jetzt nicht verpassen möchtest, wenn es den nächsten Live-Salon gibt, ich habe ja schon angekündigt, der nächste ist im März und es wird auch gar nicht genäht, sondern es geht um Scheren, dann trag dich auf jeden Fall bei mir mit in den Newsletter mit ein, denn dann hast du die Möglichkeit, rechtzeitig informiert zu werden. Jetzt die nächsten Tage steht irgendwann der Umzug der Website an. Vielleicht lohnt es sich dann doch bis Anfang März erst zu warten, bevor man sich in irgendwelche Listen einträgt, die ich dann doch wieder nicht übertragen kann, aus Gründen, fragt nicht. Aber dann auf jeden Fall immer mal wieder reinschauen, dann bleibt ihr auf dem Laufenden.
Bleibt mir noch zu sagen, was wollte ich denn noch sagen? Ich habe auch ein Newsletter, da könnt ihr euch auch für eintragen. Richtig, stimmt, du hast jetzt auch ein Newsletter, auch eine sehr gute Idee. Und ansonsten würden wir uns sehr freuen, wenn ihr diesem Live-So-Long, wenn er dir denn gefallen hat, noch den Daumen hoch geben könnt, bevor ihr jetzt alle zum Essen, Kaffee trinken oder sonst was flitzt. Und wir verabschieden uns an dieser Stelle. Es war mir ein Fest mit dir, liebe Nina. Ich freue mich auf den Kaffee jetzt gleich mit dir. Und wir sehen uns an dieser Stelle wieder. Und ansonsten folgt auf jeden Fall der lieben Nina von Uni Design. Bis bald, ihr Lieben. Ciao. Tschüss.